Gut, so hallo erstmal, Thorsten Jensen mein Name. Generell schon mal vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen. Generell Raumzeitlabor, wie sind wir darauf aufmerksam geworden? War damals Webmontag Mannheim, da hat der Tim Weber einen Vortrag gehalten. Unter anderem hatte ich damals zum Thema Social Media Trends gesprochen oder ja, Trends und Social Media Monitoring und Management System. Und im Nachgang sind wir einfach ins Gespräch gekommen und haben von unseren Nerd-Aktivitäten erzählt. Und dann meinte Tim so, komm doch mal bei uns im Raum Zeitlabor vorbei. Dann ist man so ein bisschen rausgeschoben, müssen wir ganz ehrlich sagen. Und jetzt haben wir vor kurzem, ja, waren wir bei einem Wettbewerb im Finale und durften auf der CeBIT auftreten. Und so, als es dann in die finalen Schritte ging, haben wir gemerkt, oh, da ist doch noch einiges an Arbeit. Und hatten da auch nochmal den Tim angefragt, ob er bei euch nochmal eine Rundmail schreibt, ob es da nicht jemanden gibt, der da quasi programmiertechnisch mit einspringen kann. Da schon mal vielen Dank an Raphael, der uns da tatkräftig unterstützt hat und uns damit mit Facebook-App-Programmierung, mit Homepage-Programmierung tatkräftig zur Seite gestanden hat. Zum Projekt würde ich gleich noch mehr sagen, vielleicht noch zwei, drei Worte, aus welcher Richtung ich komme. Vom Studienhintergrund Wirtschaftsingenieurwesen, Vertiefungsrichtung Elektrotechnik und Energietechnik. Davor mal eine Ausbildung zum Mechatroniker gemacht, Baumaschinen nicht nur gewartet, auch so ein bisschen programmiert und die Steuerungstechnik dafür ja, getestet und was man sonst noch alles mit so einem Mobilkran machen kann. Wurde man dann schnell langweilig vor Ort, weil man im Endeffekt nicht das entscheiden durfte, was man gerne gemacht hätte und habe dann überlegt, gehe ins Studium, um das zu entscheiden, daher der Wirtschaftsingenieur, würde mich aber trotzdem so mit dem Hang zur Technik noch beschreiben. Im Moment mache ich was ganz anderes, bin im Bereich Social Media Beratung unterwegs. Ja, wahrscheinlich so der eine oder andere, oh, das ist böse. Ich bin eigentlich derjenige, der kommt, wenn so der Shitstorm über das Unternehmen eingebrochen ist, weil sie halt die Kommunikation nicht richtig verstanden haben, wie das in sozialen Netzwerken funktioniert und da groß verkaufen wollen und Akquise und sonstiges. Und dann bin ich eigentlich derjenige, der im Laden erstmal aufräumt, den nochmal den Kopf wäscht und den zeigt, wie Online-Kommunikation richtig funktioniert oder wo man auch sich vielleicht einfach mal raushalten sollte. Das ist auch in Ordnung und dieses Know-how bringen wir dann in Unternehmen rein. Dann würde ich sagen, gebe ich mal weiter an Sebastian. Und wie wir uns dann kennengelernt haben, kommt dann gleich Part 2. Okay, super. Ja, Sebastian mein Name, ich hoffe, man versteht mich. Mikro ist ein bisschen tiefer. Ja, wie gesagt, wir haben uns ja vor einem Dreivierteljahr ungefähr kennengelernt. Ja, ich selber bin nochmal deutlich technisch tiefer drin in der ganzen Geschichte. Interessiere mich eigentlich schon sehr, sehr lange für Smart Environments, intelligente Umgebungen. Hab angefangen mit Programmieren, ich glaube mit 13, 14 Jahren so um den Dreh. Und ja, die ganze Mikrocontroller-Programmierung, ganze Elektronikgeschichte kam dann auch noch, ja, vor allem Mikrocontroller kam dann mit 17 Jahren nochmal dazu. Beschäftige mich also schon relativ lang damit. Hab dann nach meinem Abi auch ein Studium der Elektro- und Informationstechnik aufgenommen an der Universität Stuttgart. Hatte dort vertieft auf Automatisierungs- und Softwaretechnik. Und ja, das Studium hat im Herbst 2009 habe ich das beendet. Bin dann ein paar Monate um die Welt gereist. Ich habe gesagt, da mal ein bisschen was anderes sehen. Und bin jetzt seit April 2010 Doktorand der TU Kaiserslautern am Lehrstuhl für Entwurf mikroelektronischer Systeme. Ganz spannende Geschichte. Also wer sich schon mit FPGAs und VHDL auseinandergesetzt hat, weiß, ja, was meine Kollegen machen. Wir sind dort in verschiedenen Bereichen tätig. Wir machen sehr viel mit Forward Error Correction. Also im Prinzip, ja, würde ich fast mal wetten, dass in jedem Gerät, das hier ist, wo ein Kommunikationschip mit drin ist, vor allem auch nur Smartphones, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da ein Stückchen von unserem Know-how drin ist. Wir haben sehr viele Industrieprojekte. Das heißt, jemand schon mal vielleicht was von Turbocodes oder LDPC-Codes gehört hat, mit dem machen wir ziemlich viel. Machen aber auch andere Geschichten, wie zum Beispiel 3D-DRAM-Integration. Das ist ein ganz neues Forschungsfeld, also dass man die RAMs quasi nicht mehr nur nebeneinander hat, sondern übereinander stapelt. Da brauchen wir wieder spezielle Kontrolle für die Geschichte, auch das immer aktiv. Wir sind auch in der Finanzmathematik drin, ganz spannenderweise. Also auch da werden mehr und mehr die FPGAs Einzug halten. Kann ich dann auch noch ein bisschen was extra dazu erzählen. Ich will es jetzt nicht allzu lange machen. Mein Professor ist Professor Norbert Wehn. Und ja, ist eine ganz schöne Geschichte dort, weil ich auch relativ viele Freiheiten habe. Habe daher, wie gesagt, bin jetzt seit 2 Jahren der Doktorand, habe jetzt auch die Möglichkeit, aber nebenher das mit Thorsten zusammen das Startup hochzuziehen. Und ja, ich denke, je nachdem, wir haben auch viele spannende Projekte, aber das können wir vielleicht auch nachher nochmal ein bisschen bequatschen. Würde ich mal sagen, gehen wir mal Richtung Projekt. Ach so, ja, einen Punkt habe ich noch vergessen gehabt. Und zwar, wie gesagt,
Thematisch beschäftige ich mich mit den intelligenten Umgebungen, Smart Environments, und habe dort bei Jugendforsch teilgenommen. Im Jahr 2004 hatte ich mich angemeldet, habe mich dann sofort wieder abgemeldet und habe mich im Jahr 2005 nochmal angemeldet. Ich hatte also damals so die Vision, ja, so wie kann meine Umgebung intelligent werden, smart werden, und hatte also die Idee, naja gut, ich will das so wie ein Puzzle aufbauen. Also ich habe im Prinzip so mein intelligentes Home, ich habe mein intelligentes Office, ich habe mein intelligentes Auto, aber auch so ein intelligentes Teil, was ich bei mir trage. Und ich habe das Projekt damals ICA genannt, für Intelligent Computer Assistant. Und wie gesagt, es besteht eben aus diesen Puzzlestücken. Und ein Puzzlestück ist so eine Art Armbanduhr. Das heißt, das kann man sich hier ranmachen, ist ungefähr, ja, 10 cm lang, ein paar Zentimeter breit, 1 cm hoch, sieht also aus wie so ein bisschen breitere Armbanduhr. Und hatte halt 10 verschiedene Sensoren drin, also konnte die ganzen Körperwerte messen, konnte die Umweltwerte messen, wusste also relativ genau, was ich gerade tue, und konnte damit schon, ja, viele schöne Funktionen realisieren. Und wurde dort im Jahr 2005 auch dritter Bundessieger von knapp 900 Teams ungefähr im Bereich Technik. War eine schöne Geschichte, und ja, wie gesagt, das hat mich dann auch motiviert, mein Studium da in die Richtung aufzunehmen. Und vielleicht ganz kurz, als Doktorand in der Uni beschäftige ich mich aktuell mit Wireless Sensor Networks, also deutsch drahtlose Sensornetze, und überlege mir, wie ich die gut einsetzen kann, um vor allem im Heimbereich die Automatisierung voranzutreiben. Und ja, vielleicht um es kurz auf einen Satz runterzubrechen, ich entwickle so eine Art App Store für Smart Homes. Das ist vielleicht so die prägnanteste Beschreibung von dem Ganzen. Ja, dann übergebe ich mal nochmal an Thorsten, wie wir uns kennengelernt haben. Ja, ich denke, das ist immer so eine bisschen spannende Geschichte. Also meine Freundin beschwert sich immer, das wäre die bessere Love Story, die ich mit ihm hier hätte. Und ja, war über Jahre hinweg schon interessiert, mich selbstständig zu machen. Und hatte immer die Problematik, erstens mal, findet man ein Team oder braucht man einen Investor? Ideen hat man ganz viele und muss sie doch auch irgendwo umsetzen können. Und Sepp ging so ähnlich, der war auch irgendwo quasi auf der Suche und haben an einem Seminar zu Networking gesessen. Und das Seminar war, boah, furchtbar. Also da ging wirklich gar nichts. Und die Dame hat sich an einer Folie ungefähr 3 Stunden aufgehangen. Und zumal er auch gar keinen Inhalt dazu sagen konnte und dann gesagt, dass er ein Buch über soziale Netzwerke schreibt und nur nicht nirgends einmal drin war und nicht mal reingeguckt hat und wahrscheinlich nicht wusste, wie man das richtig schreibt. Auf jeden Fall, Sepp hat sich dann irgendwann verdünnisiert, so nach der Hälfte. Problem war, wir kannten... Er hatte einen dringenden Termin. Ja, ja. Also das Problem war einfach, wir hatten uns dann noch gar nicht gekannt. Wir haben nur gewusst, die Projekte sind spannend, die wir gegenseitig angesprochen haben. Und ich hatte noch einen anderen Doktoranden links neben mir sitzen, der hat im Bereich so Gehirnstrommessung gearbeitet. Und als die Pause begann, habe ich mich nach links umgedreht. Und als ich mich dann nach rechts umgedreht habe, war Sepp weg. Das war schon mal doof. Auf jeden Fall, wie es der Zufall will, haben wir uns abends durch Zufall auf dem Gründerstammtisch, ist ähnlich wie hier, bloß zum Thema Gründung, und mit ein paar weniger Leuten auf jeden Fall auch. Und da haben wir uns nochmal unsere Ideen gegenseitig gepitcht, haben uns einen Tag später getroffen, haben Flipchart-weise haben wir Informationen runtergeschrieben und keine Woche später hatten wir einen ersten funktionsfähigen Prototypen von dem, was wir euch jetzt heute zeigen möchten. Genau. So, der Punkt. Willst du noch einen Vitor vorstellen? Genau. Jetzt haben wir noch einen hier mitgebracht, nochmal einen dritten im Bunde, der Vitor. Vitor ist unser brasilianischer Austauschstudent. Arbeitet so an 2 Fronten gerade. Erstens mal für das, was er von meinem Chef bezahlt wird. Und zweitens mal mit das, was wir jetzt kommen und wir ihn mit Eistee und Pizza bezahlen. Hat uns tatkräftig unterstützt, hat ein wesentliches Kernmodul programmiert von unserer Backend-Software. Haben wir jetzt gleich nochmal drauf, um nicht zu viel zu verraten. Und ja, hat er auch Tag und Nacht mit uns gearbeitet. Und ja, erzählen wir auch nachher nochmal, wie das alles ablief für der CeBIT. Ich denke, das ist eine ziemlich coole Geschichte. Wie wir dort in wenigen Wochen was gerissen haben, was uns keiner glaubt, dass wir es alles allein gemacht haben. Aber es war tatsächlich so und da hat uns Vito auch sehr unterstützt dabei. Und ja, da sind wir auf jeden Fall dankbar, dass du da mit am Team bist. Aber zurück zur Love Story. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, haben wir da schnell gemerkt, dass es bei uns passt, haben seitdem halt unheimlich viel erarbeitet, haben nach kurzer Hand gemerkt, wir wollen beim Wettbewerb teilnehmen, hatten auch so einen Gründerwettbewerb als Ideenwettbewerb gewonnen, da hatten wir auch nur einen funktionsfähigen Prototypen, aber keine Produktion, noch nicht wirklich das Ganze, war schnell runtergehackt, aber nicht sauber programmiert, so dass man auch darauf aufbauen kann, dass man diese Effekte auch hochskalieren kann und sonst wie nutzen kann. Auf jeden Fall haben wir uns bei einem weiteren Wettbewerb angemeldet und das Problem war einfach die Veröffentlichung, weil wir irgendwie gemerkt haben, oh,
wenn wir da veröffentlichen. Wie machen wir das mit Schutzrechten, mit Patent, bevor uns da die Großen kommen und uns da auf die Finger klopfen? Und einfach mal so Entwicklungszyklen bei uns darzustellen. Also normalerweise für ein Also montags Entscheidung, wir brauchen ein Patent. Montags mittags haben wir herausgefunden, was gibt es für Förderungen für ein Patent, haben dort angerufen. Normalerweise dauert es bei der Förderung 2 Monate, 1 Tag, bis man eine Bewilligung oder einen Ablehnungsbescheid bekommt. Dann haben wir gesagt, das ist zu spät, dann ist der Wettbewerb schon veröffentlicht, Patent hinfällig. Und dann hatten wir die so lange genervt, bis sie uns nach 3 Tagen das mündliche Okay gegeben haben. Und nach 4 Tagen hat man das schriftliche Okay. Am 4. Tag haben wir dann gemerkt, shit, jetzt haben wir eine Bewilligung, aber keinen Patentanwalt. Dann haben wir uns überlegt, wie kriegt man Patentanwalt, haben wir auch bei Google eingegeben, Patentanwalt, unsere Region, Pustekuchen, also das ist so eine Plattform, wer ist ein guter Patentanwalt oder sowas gibt, gibt es nicht. Da gibt es analog, gibt es so Buch, klappt mal auf und ganz komisch, keine Kriterien, gar nichts, sondern einfach nur Postleitzahl und wenn man Glück hat, bei ungefähr 20% eine Homepage oder eine E-Mail-Adresse. Bei 20%, ungefähr bei 60% eine Telefonnummer und bei den anderen generell nur ganz normale Anschrift. Also wirklich 100 Jahre zurück. Aber das sind halt die Spielregeln, die wir dann lernen mussten. Und dann haben wir da ganz groß aussondiert und erstmal alle rausgeworfen, die uns nicht interessiert haben. Also alles, was mit Chemie zu tun hatte, Bio oder sowas, haben wir gesagt, die sind nicht diejenigen, die sich bei uns mit unserem Thema auseinandersetzen können. Hatten dann 4 oder 5, hatten wir am Schluss rauskristallisiert, die uns gefallen haben. Und dann haben wir die donnerstags zeitgleich angeschrieben, weil wir gesagt haben, es gibt nur ein Kriterium, das für uns zählt, das ist immer die Zeit. Und wenn diejenigen schnell sind, dann passen sie zu uns. So, denen eine E-Mail geschrieben, bei dem ersten kam nach 35 Minuten kam eine Rückmeldung und das war dann auch unser Patentanwalt, der hat mal für IBM eine Patentzentrale aufgebaut, also auch nicht ganz fachfremd. Und ja, dann haben wir das innerhalb von kürzester Zeit hochgezogen. Und ja, das Ding ist jetzt quasi gerade noch in der Anmeldephase. Also wir haben es ist eingereicht, es ist noch nicht also veröffentlicht, wird es dann irgendwann Prüfungsphase, genau. Und da sind wir mal gespannt, weil da gibt es so eins, selbst von Microsoft. Microsoft war es, genau, was halt so irgend so einen bestimmten Bereich abdeckt und wir haben es da ein bisschen außenrum gebaut. Sind wir mal gespannt, was es damit auf sich hat und wie weit wir damit kommen. Gut, das war zu der Geschichte. Dann haben wir gemerkt, ja, hier gibt es einen coolen Wettbewerb. Code-N-Wettbewerb nannte sich das Ganze. Und da ging es um internationalen IT-Wettbewerb. Insgesamt haben sich dort... Also, nein, ich kann ein Bild laden. Okay. Also Shaping the Mobile Life hieß so der Titel von dem Wettbewerb. Und insgesamt haben, glaube ich, aus 47 Ländern ein paar hundert Teams teilgenommen. Und wir haben es dann geschafft, unter die 50 Besten zu kommen. Und das Ganze nur mit dem Video, das ihr vielleicht der ein oder andere schon gesehen habt. Das hat man zusammen mit dem Fachstuhl Virtual Design bei uns von der Fachhochschule zusammen erstellt. Auch mit viel Pizza und Cola und Bier und nächtelanger Kleinarbeit. Und wie gesagt, wurden dort quasi auf diesen Code-N-Wettbewerb, auf diese Empore gehoben. Das war dort mit den anderen 50 besten IT-Unternehmen auf der CeBIT auftreten durften. Haben dort einen großen Stand von einem Star-Designer bekommen, jeder 15 Quadratmeter, was für so eine CeBIT schon richtig teuer ist. Auf jeden Fall, wir hatten noch gar nichts zu dem Zeitpunkt. Ungefähr 3 Monate vorher war dann erzählt die Geschichte mit Norbert. Das ist super. Ja, so, ja. Wie gesagt, also dieses Video war Einreichung kurz vor Weihnachten, so 2 Wochen, glaube ich, 15. Dezember, wenn ich das recht im Kopf habe. Und ja, wir wussten ja, also erste Prototyp, klar, prinzipiell funktioniert das, optimistisch sind wir sowieso und sagen, ja, das haben wir ja schon alles, wir machen mal das Video und reichen das ein. Und ja, wurden dann tatsächlich genommen, also 50 Teams von insgesamt über 400 Teams wurden überhaupt nur genommen, also jeder achte. Und aus 42 verschiedenen Ländern, also war eine sehr krasse Geschichte. Ja, und dann haben wir uns erstmal riesig gefreut im Mitte Januar, wenn wir den Bescheid bekommen haben. Und gleichzeitig so, verdammt, jetzt haben wir irgendwie 2 Stände auf der CeBIT und wir haben noch nichts entwickelt. Und irgendwie, so in 7 Wochen, 8 Wochen ungefähr geht's los. Ja, sollen wir mal langsam anfangen. Bin ich dann zu meinem Chef hingegangen und gesagt, ja, so und so sieht's aus. Und mein Chef war so, ihr habt noch nichts? Ich so, ja, schon optimistisch. Ja, was müsst ihr denn alles entwickeln? Ja, so viel ist es nicht. Wir müssen Platinen-Layout machen, müssen Platinen-Design machen, müssen dann die Embedded-Software schreiben. Für 8 haben wir auch eine Embedded-Software für das und das Modul. Da haben wir noch eine Backend-Software. Dann müssen wir irgendwie noch eine Anbindung an das und das hinkriegen. Hier brauchen wir noch eine Datenbankstruktur und ach ja, ein Gehäuse müssen wir uns doch selber bauen. Mein Chef nur so, okay, lasst mein Lehrstuhl hier außen vor, wenn du irgendwas, oh, Norbert, sorry, es ist jetzt schon zu spät, Lehrstuhl hängt jetzt überall drin, so, oh mein Gott.
da waren 2 Wochen ins Lande gegangen und ja, da war ziemlich viel administratives Zeugs noch zu tun und wir hatten eigentlich immer noch gar nicht so richtig angefangen und hatten aber so schon Ideen, wie wir es machen wollten und konnten uns auch ganz gut einschätzen. Und ja, so 5 Wochen vor der Messe haben wir dann tatsächlich mal begonnen, die ganzen Sachen zu entwickeln. Das heißt, ja, erstmal so priorisiert, das Dringendste war irgendwie die Platine zu machen. Dann ging es darum, die ganzen Bauteile natürlich vorher rauszusuchen, die Bauteile zu bestellen, parallel schon irgendwie Software versuchen zu entwickeln. Und ja, das ging dann alles gut voran eigentlich. So ein bisschen Lernkurve für mich war nochmal, also ich hatte mich selber eigentlich hauptsächlich als Entwicklung eingeteilt. Ich glaube, am Ende kam ich irgendwie zu 10-20% meiner Zeit zum Entwickeln und der Rest war irgendwie administrativer Quatsch, wo halt sein muss. Und ja, das hat natürlich auch nochmal Zeit gekostet. So 5 Wochen vorher war unsere Schlafkurve dann von schönen 9 oder 7,5 Stunden runter auf 6-5 Stunden. Dann irgendwie so 2-3 Wochen vor der CeBIT waren wir da angelangt bei 4 Stunden, was für mich echt hart ist, muss ich sagen. Ich schlafe sehr gerne, waren meine Hobbys. Und ja, am Ende vor der Messe waren wir dann irgendwie bei 2-3 Stunden Schlaf, beziehungsweise letzte Nacht war eine Dreiviertelstunde oder so. Und da waren wir schon richtig ausgepowert, aber tagsüber so voller Adrenalin, dass es gut geklappt hat. Das Gehäuse können wir nachher mal noch zeigen, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, aber da haben wir uns auch überlegt, wir wollen ein komplett eigenes, individuelles Gehäuse, das gegossen werden soll aus dem Silikon oder Polyurethan. Es war auch so 2,5 Wochen vor CeBIT. Wir brauchten 60 von diesen Gehäusen. Wir hatten keine Finanzen mehr großartig, also muss man das Ding selber machen. Und dann haben wir da mal gelernt, wie man aus Polyurethan eine Form baut. Beziehungsweise erstmal eine Negativform erzeugt aus einem speziellen Silikon und danach mit Polyurethan dann die Positivform wieder gießen kann. Sehr, sehr, sehr spannender Prozess. Kostet nochmal locker mal ein paar Wochen, um mal so einige Erfahrungswerte zu kriegen, da ist so viel Shit passiert. Ich glaube, das ist ein eigener Vortrag, da können wir gerne mal nochmal herkommen, wie bei euch ein Gehäuse. Ich sehe schon, gibt die ersten Interessenten hier. Ist auch eine super spannende Geschichte. Es gibt auch viele Fallstricke, viele Dinge, die man einfach wissen muss, sonst geht es halt nicht. Und ja, können wir auch vielleicht gerne nochmal extra berichten. Ich würde sagen, sind jetzt alle schon gespannt genug. Jetzt erzählen sie so viel, was sie hier machen und was sie alles tun und wie geil hier alles voranging. Aber was machen sie denn eigentlich? Just-in-Time-Geschichte erzähle ich, das muss ich noch sagen. Ah, die Just-in-Time-Geschichte, soll ich nur kurz erzählen. Ja, gut. CeBIT Beginn war Dienstag und wir hatten eigentlich gesagt, wir fahren Freitag hoch, bauen dann Samstag, Sonntag schön auf, machen uns Montag einen gemütlichen Tag und gehen Dienstag auf die Messe. Wie es in Realität ablief, war so, dass wir Freitag nachmittags uns zusammengehockt haben und gesagt, wir schaffen das heute nicht hochzufahren. Wir haben noch so viel Krams zum Zusammenlöten, das macht keinen Sinn, unser komplettes peripheren Equipment mit hoch zu transportieren. Also was haben wir gemacht? Erstmal noch jemand angerufen, wo uns Löten helfen kann und haben dann nachts, ich glaube, ich bin irgendwann um 5 ins Bett oder was und die Jungs haben durchgemacht bis um 6:30 und um 7:30 sind wir wieder aufgestanden und das, wie gesagt, nach diesen schlaflosen Nächten eigentlich schon davor, sind dann Samstag hoch. Und jetzt muss man sagen, unser System hatte im Prinzip drei Kernkomponenten. Diese drei Kernkomponenten liefen so mehr oder minder schon mal so ein bisschen, aber noch nie im Verbund, noch gar nie. Und dann sind wir Samstag hoch, ja, auch Fahrt nach Hannover, 5-6 Stunden, kurz auf die Messe, das Gelände angeschaut, zack, wieder zurück, durchentwickelt die komplette Nacht. Sonntagmorgen, also die Kernkomponenten waren okay, aber immer noch nicht im Zusammenspiel, nochmal einen kompletten Tag. Dann hatten wir in einer Sache festgestellt, dass die Embedded Software nicht läuft und wir sie auch nicht zum Laufen kriegen. Dann haben wir nochmal ein altes Projekt drauf gemappt und nochmal komplett runtergerissen, in 3 Stunden nochmal alles umgeschmissen. Ja, dann war es irgendwann mal Montagmorgen. Und das System lief immer noch nicht. Denn wir mussten auf die Messe. Wir mussten aufbauen, weil der Standbauer war um 3 weg. Wir mussten dorthin, definitiv. Also auf die Messe lief immer noch nicht. Dann lief irgendwann Vitors Teil, lief schon relativ früh, muss man fairerweise zugeben. Auch Karls Teil lief, nur meiner noch nicht. Und ohne meinen ging es halt auch nicht. Und ja, dann habe ich einfach gesagt, Jungs, geht jetzt mal alle weg. Ich hocke mich jetzt hier hin und programmiere. Nun muss ich das mal ein bisschen vor Augen führen, wie die Situation war. Wir waren auf dem Gemeinschaftsstand. Und wir hatten Hochkantbildschirme als elektronische Poster zur Verfügung. Das heißt, einen schönen 50 Zoll Plasma. Hochformat. Und unser schönes Server-Notebook drunter, Tastatur. Jetzt programmiert man das sitzenderweise. So ungefähr. Die ganze Zeit, weil es halt anders nicht schon einen Nackenstarren gehabt. Dann auf jeden Fall um 6 war die Eröffnungsfeier. Ging aber nicht, weil das System lief immer noch nicht. Also waren mit 7 Leute oben und haben gesagt, die anderen 6 gehen jetzt alles mal auf die Eröffnungsfeier. Ich brauche jetzt mal hier meine Ruhe und programmiere weiter. Kommt mich doch mal besuchen, wenn die Eröffnungsfeier vorbei ist. Das war dann um 12:30 nachts. Das lief immer noch nicht.
Mein Chef zwischendurch mir schon SMS geschrieben. Ich so, ach ja, Norbert, passt schon. Das war Messeöffnung. Wir wussten, dass um 9 Uhr ein Fernsehteam kommt. Das war so zu dem Zeitpunkt in 8 Stunden. Und ich war auch nicht mehr der Fitteste, weil ich irgendwie schon 30, 35 Stunden wach war oder sowas. Aber naja. Gut, die haben mich kurz besucht. Ich habe sie dann wieder fortgejagt. Ich habe dann weiter programmiert nochmal. Dann war es ganz lustig. Das sind so Wege, so schwarze Wege in der Cebit. Ich sitze da also harmlos, hack mein Zeug, wunderbar, schön runter. Konnte übrigens auch nicht aufs Klo oder so, weil die Nachtwache hat ständig irgendwie im Handy rumgespielt und ich weiß, dass so viel Zeugs nachts geklaut wird. Also saß ich dort und war quasi gefesselt an meinem Platz. Und dann waren so Arbeiter, die haben erst die Wege sauber gemacht. Und dann, ihr kennt doch das von Weinbergen oder so diese Düngerdinger, wo man so pumpt und dann so tsch, rumsprüht. Das fangen die mitten in der Nacht an. Also die fangen da an, diese schwarzen Wege hier alle hier aufzusprühen. Das hat gestunken wie Sau. Ich war so im Chemienebel drin, dachte, was geht denn jetzt ab? Hab die gefragt, warum sie das machen, ob das irgendeinen Sinn hat. Ja, damit es schöner glänzt. What the heck? Okay, auf jeden Fall. Ja, hat es dann auch nicht so der Produktivität gut getan. 2 Stunden später fängt eine andere Nachtwache an, Blasmusik zu spielen. Also ja, ihr programmiert irgendwie schon zu dem Zeitpunkt 40 Stunden durch, seid relativ müde, dann ich sag, ja, war eine tolle Geschichte. Ja, letztendlich, irgendwie mein Chef ruft, gerade mal überlegen, genau, um 6 Uhr war ich der Meinung, das System läuft. Ich hatte das mit meinen Test-Accounts alles gemacht, wunderbar, hat funktioniert. Hab dann in der Nachtwache gesagt, probier's mal mit deinem Account aus. Komplett gecrashed. Und zwar sein Teil. Also, was mache ich? Ich bin ja sein Betreuer, ich rufe ihn natürlich an, klingelnd aus dem Bett. Arme Vito hat noch geschlafen. Es war morgens um 6 und dann haben wir per Fernwartung da nochmal 2 Stunden rumgemacht. Und um 8.15 Uhr lief das System zum ersten Mal. 3/4 Stunde vor Messebeginn. Das war so die Just-in-Time-Geschichte. Und eine Stunde später kam dann das Fernsehteam her. Ich habe auch gesagt, es war schlecht kalkuliert, ich hätte ja noch eine Stunde schlafen können, aber... Naja, wir optimieren den Prozess auf jeden Fall noch für die Hannover-Messe. Genau. Gut, willst du noch zum Projekt was sagen oder tun wir gleich? Wir müssen reinholen, ja. Genau. Reinholen. Fangen wir jetzt mal an. Jetzt haben wir irgendwie Spannung aufgebaut. Ich glaube, es ist mal Zeit, ja auch zu erzählen, was wir eigentlich machen. Unser Projekt haben wir gelauncht auf der Cebit und unser Projekt namens Identa ist auch ein Projekt für Messen. Also wir haben auf einer Messe was gelauncht, was für Messen gedacht ist. Und zwar... War jetzt die Storyline die folgende. Wir haben uns mal angeguckt, wie Leute sich eigentlich verhalten auf der Cebit oder allgemein auf Messen. Man kennt das, man geht als Besucher hin, sieht viele interessante Exponate, wird sich gerne an die Sachen erinnern und ja, tippt es zum Beispiel irgendwie in seinen Notizblock rein oder nimmt sich Flyer überall mit. Ja, ist alles nicht so super elegant. Das nächste ist, ich entdecke viele interessante Sachen, was ich vielleicht auch gerne teilen würde mit meinen Freunden oder mit meinen Kollegen. Ja, stell dir jetzt irgendwie vor, ich bin jetzt auf der Automobilmesse, bin jetzt hier gerade am Porsche-Stand, sehe den neuen Porsche Cayenne, sehe das jetzt geiles Auto, super Ding, hock mich da rein, sehe mich schon virtuell auf der Straße, würde das jetzt gerne einfach mit meinen Freunden teilen. Na, was mache ich typischerweise? Kruschel, kruschel, Smartphone raus, deaktivieren, irgendwo auf die Facebook-App draufgehen, Facebook-App aktivieren, dann irgendwie meinen Text hier einfriemeln in die Tastatur, vielleicht irgendwie ein Bild machen, vielleicht noch ein zweites Bild, weil das erste nicht scharf war. Es dauert schon alles relativ lang. Ich drücke jetzt endlich mal auf Absenden am Ende. Und was passiert? Gar nichts. Das Netz ist überlastet. 1000 Leute um mich herum haben auch ein Smartphone. Wireless LAN ist entweder nicht verfügbar oder kostet 10 Euro für 5 Minuten. Also macht alles keinen großen Spaß. Das Ganze mache ich 2-3 Mal. Und irgendwann habe ich die Schnauze voll. Weil ich habe einfach nur einen Messetag Zeit. Ich muss über die ganze Messe laufen. Und habe eigentlich da auch keinen Spaß und auch keine Lust, mich damit immer auseinanderzusetzen mit diesen komplizierten Prozessen. Wie kann man das also vereinfachen? Das war eigentlich so der Kerngrundgedanke, was wir hatten. Man kann es auch in anderen Worten zusammenfassen. Wie schaffe ich es, die reale Welt mit der digitalen Welt, schrägstrich mit der Social-Media-Welt, zu verbinden? Dann die Ersten natürlich sagen, ja, was erzählt er mir hier? Gibt ja hier QR-Codes, ist ja schon in jeder Messe, das ist alles schon gelöst, was ihr hier macht. Naja, da haben wir ein Praxisbeispiel von der Cebit, das ist jetzt keine 6 Wochen her. Da waren überall QR-Codes auf den Ständen. Um die verwenden zu können, brauche ich eine spezielle App. Diese App ist 26 Megabyte groß und funktioniert nicht. Kann sich die Bewertungen angucken, da steht einfach nur, shit, funktioniert nicht, Scheißdreck, ja nicht installieren. Wir hatten einen Kollegen auf der Messe mit dem iPhone, der hat sich das Ding runtergeladen. Sobald er die App gestartet hat, hat sie sich aufgehängt.
Und wenn er es versucht hat zu deinstallieren, ist sein Handy gecrashed. Ich weiß nicht, ob er es inzwischen runtergekriegt hat, müssen wir nochmal anfragen. Ich glaube, das Ding liegt einfach nur noch rum, die App irgendwo, aber er kriegt sie halt nicht mehr runter. Macht keinen großen Spaß. Selbst wenn die App funktionieren würde, wie gesagt, ich habe wieder das Problem, dass ich immer noch Informationen nachladen muss und ich habe wieder eine langsame Verbindung auf der Messe. Macht keinen Spaß, will eigentlich keiner haben. Also funktioniert nicht wirklich. Dann gibt es alternative Technologien, die mit RFID arbeiten oder mit NFC arbeiten. Die sind auch schon relativ neu, die sind eigentlich ja, noch nicht sehr verbreitet. Können Sie sich das vorstellen, ich habe so eine kleine Box irgendwo stehen, habe dann hier hinten mein LAN-Kabel drin stecken und habe dann RFID-Lesegerät drin. Als Eintrittsticket bekomme ich jetzt eine spezielle Karte mit dem RFID-Chip drin, kann die jetzt in die Box ranhalten und kann damit quasi ein Exponat liken. Das heißt, die Karte ist verdongelt sozusagen oder verbunden mit meinem Account und ich kann diesen Like machen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich muss diese Box erstmal finden. Also bleiben wir nochmal mein Beispiel vom Porsche Cayenne. Ich hocke da jetzt drin, bin gerade hier schon virtuell auf der Straße, schon virtuell am Fahren, habe jetzt mal ein gutes Gefühl, das ich gern teilen möchte. Aber wo ist jetzt diese scheiß RFID-Box? Na, jetzt muss ich halt aus dem Auto raussteigen und erstmal diese blöde Box suchen, habe ich schon mal keine Lust. Vielleicht habe ich sogar gerade Pech und es ist gerade eine große Menschenmenge, die mir diese Box verdeckt. Funktioniert auch wieder nicht. Oder, anderes Szenario, ich bin mit einer ganzen Gruppe da. Überleg mal, wir würden jetzt alle hier auf die IAA gehen und die Hälfte von uns möchte jetzt gerne den Porsche liken. Dann können wir jetzt alle nacheinander die Box hindappen und unsere Karte draufhalten. Auch nicht so wirklich sexy. Ja, da haben wir uns überlegt, wie können wir den ganzen Prozess optimieren. Ja. Sieh uns mal. Die merken das wirklich schon. Ja. Genau. Wir haben noch einen zweiten Dienst, den wir quasi hiermit anbieten. Und zwar kennst du ein anderes Phänomen, wenn ihr auf Messen seid. Und zwar irgendwie mal gegen Ende der Messe läuft man mal so ein bisschen schiefer und es tut einem entweder die Seite oder die Seite ganz besonders weh. Hat damit zu tun, dass man einfach so einen ganzen Berg voll Flyern einfach mit sich schleppt, weil es einfach ganz unheimlich viele Sachen gibt, die einen interessieren, die man nacharbeiten möchte. So, jetzt hat man den ganzen Tag diese riesen Flyertüte mit sich rumgeschleppt. Was passiert mit der? Legt man zu Hause auf den Schreibtisch und man wartet erstmal, schaut sie öfters an und überlegt, ja, das könnte, ist ja doch was drin, was mich interessiert, aber so grundsätzlich, meistens werden die nicht mehr angetastet. Die wandern immer so ein Stückchen weiter, stauben zu und irgendwann bei der nächsten Aufräumaktion landen die in der Tonne. Und die Unternehmen auf den Messen, die geben natürlich einen Haufen Kohle dafür aus, erstens mal, um die Informationen zur Verfügung zu stellen. Auf der Seite würde ich mal sagen, Pech. Was für mich aber doof ist, ist die Geschichte, dass da vielleicht Informationen drin waren, die mich vielleicht doch interessiert hätten. Bloß der ganze Prozess, der war so nervig, da sind ein Flyer drin, da sind Visitenkarten drin und sonstiges. Wenn ich das schön strukturiert schon gleich zu mir nach Hause bekomme, ist natürlich viel besser. Und jetzt haben wir im Hintergrund eine sogenannte Merkliste laufen. Das heißt, wenn man eine andere Interaktion mit unserem Gadget auslöst, kann man sich quasi Informationen merken und bekommt die dann nach Hause geschickt in Form von einer E-Mail, schön geclustert zu allen Themen, also was ich, Tablets, Smartphones und sonstiges. Und dann gleich schon die weiterführenden Informationen. Aber jetzt nicht in Form von werblichem Charakter, sondern in Form von wirklich Informationen, informativ aufgebaut. Und das Ganze womöglich auch noch personalisiert auf mich aufgebaut. So. Und das ist so ein weiteres System, was wir mit drin haben. Ja, genau. Dann würde ich sagen, können wir jetzt auch mal zum Gadget direkt gehen. Wie gesagt, unsere Identer-Technologie, genau, Gadget, wieder alle aufpassen. Genau. Wir haben jetzt unsere Technologie, die kann jetzt in verschiedene Gehäuse reinwandern. Das war das, was ich gerade mit dem Polyurethan schon angesprochen habe. Und wir haben uns jetzt für einen Stempel entschieden. Unsere Technik ist jetzt quasi hier drin. Die Idee ist jetzt, wenn ich jetzt auf die Messe raufgehe, muss ich mich ja meistens eh schon registrieren mit Name und E-Mail und sonstigen Daten, die erhoben werden. Dann gibt es jetzt in Zukunft ein Feld, wo ich sagen kann, okay, use the Identer Technology. Und dann bekomme ich ein Gadget, wie jetzt zum Beispiel mein Stempel. Von dem Automobilmesse könnte das jetzt ein kleines Spielzeugauto sein. Das könnte, sehr gut, genau, sehr geil, passend zum Thema. Könnte jetzt auch ein Automobilauto sein, kleines. Für eine Foodmesse kann es eine kleine Banane sein oder sowas. Da kann man sich beliebig Dinge ausdenken oder Schlüsselanhänger oder whatever man da haben möchte. Wie gesagt, das Gadget, in dem Fall jetzt ein Stempel, ist jetzt verbunden mit meinen Daten. Ja, also technisch können wir gerne nochmal darauf eingehen, wie es jetzt im Detail funktioniert. Aber damit ist es mir jetzt möglich, über die Messe zu laufen und eine Interaktion auszulösen. Wir haben jetzt zum Beispiel, vielleicht, wie funktioniert es technisch? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen Porsche Cayenne drin setze, kann ich den Porsche an beliebiger Stelle einfach stempeln und liken. Und das ist das Besondere. Ich zeige es gleich. Das ist auch das Besondere jetzt in unserer Technik, im Gegensatz jetzt zu QR-Codes oder zu NFC oder RFID. Was wir machen, wir setzen tatsächlich eine aktive Technologie ein, die eben über eine Funkkommunikation ermöglicht, auch über größere Distanzen zu gehen.
Das heißt, bei uns spielt es jetzt keine Rolle, ob ich jetzt irgendwo innerhalb vom Auto bin und jetzt meinen Stempel da drauf drücke oder ob ich jetzt gerade außerhalb stehe, zum Beispiel gerade vorne in der Motorhaube oder hinten am Kofferraum oder an der Türe oder auf dem Dach oder auf dem Boden oder wo auch immer. Das ist frei sozusagen entscheidbar für meinen Besucher. Technisch sieht das Ganze so aus, dass ich eine Basisstation habe oder eine Empfangsbox. Meiste davon hier sind jetzt Batterien, die Platine ist eigentlich das Interessante hier oben drauf. Und diese Basisstation kann ich jetzt in mein Exponat reinlegen oder in mein Exponat ranbringen. Im Fall vom Auto jetzt zum Beispiel ins Handschuhfach reinlegen. Ab dann ist das Ding schon installiert, das heißt, ich muss hier keine Kabel ziehen oder sonst irgendwas. Also die Empfangsbox an sich ist eben auch auf kabelloser Technologie funktionierend, ja, wireless funktionierend. Und über ein Webinterface werden jetzt die ganzen Daten konfiguriert. Das heißt, der Aussteller kann jetzt sagen, okay, diese Empfangsbox ist jetzt im Porsche Cayenne drin und ich definiere jetzt einen Empfangsradius von 5 Meter um diese Box herum. Wenn in 5 Meter Abstand irgendwo geliked wird, dann soll sich das bitte auf diese Empfangsbox beziehen. Da kann ich natürlich noch Text, Links, Bilder, Videos hinterlegen, was auch immer ich haben möchte. Und ich kann das sogar personalisieren. Ich kann jetzt sagen, für gewisse Personengruppen möchte ich gerne den und den Content bringen, für andere Personengruppen eben einen anderen Content. Ja, dementsprechend, wenn ich jetzt hier eben like, sieht man auch, reagiert es dementsprechend. Und ja, können Sie vielleicht gerade einmal rumgeben. Ist mal auf jeden Fall mal lohnenswert, einfach einmal selber den Stempel auf den Tisch zu drücken zum Beispiel. Müsst man auch sehen, wenn du das einfach mal machst. Genau, es ist direkt deine Interaktion ausgelöst. Wenn wir das jetzt verbunden hätten hier, können wir gleich auch noch mal gerne zeigen, können wir jetzt direkt diesen Facebook-Post auslösen. Das heißt, sobald ich jetzt quasi stempel, ein paar Sekunden später habe ich automatisch mal einen Post in Facebook drin. Könnte aber auch in Zukunft Google Plus sein oder Twitter oder was auch immer. Und das ist halt wirklich die coole Geschichte. Also ich meine, ich stempel und fertig. Also ich muss jetzt eben nicht mehr das Smartphone raus in 1000 Einzelschritte, sondern das ist dieses One and Done. Ich mache es einmal, bam, und das war's. Also ich mache das sehr, sehr einfach. Genau. Also dieser schöne Piepston, die Melodie, die wir dort haben, ist eigentlich so ein bisschen Platzhalter für uns. Dort könnten wir jetzt zum Beispiel auch einen Jingle einspielen von der Firma. Man stellt sich jetzt vor, die Telekom, ich like die Telekom, was passiert? Ja, es explodiert. Sehr gut. Aber das könnten wir auch, wir könnten die Akkus ja kurz spielen. Genau richtig. Ja, also was wir auch machen können, wir können eine Selbstzerstörungsfunktion hier ein- oder haben quasi eine eingebaut. Das heißt, wenn die Stempel geklaut werden, löschen sie sich selber, also beziehungsweise lösen sich virtuell den Rauch auf. Also solche Features kann man einbauen hier. Ja, also man kann im Prinzip vorstellen, ich laufe in irgendeinem Stand vorbei, jetzt bleiben wir halt mal bei der geliebten Telekom und da kommt eben mein Dü-dü-dü-dü-dü. Sowas kann man sich denken. Das Schöne ist jetzt dran, ich kann auch die Merkliste drüber fahren. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Interaktion ausführe, wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Sekunden lang stempel oder das Ding schüttel, habe auch einen Beschleunigungssensor drin oder sonst irgendeine Geste mit ausführe, bedeutet das, ich mache jetzt eine Merkliste-Funktion, eben nicht eine Like-Funktion. Am Ende von der Messe bekomme ich, wie Thorsten gesagt hat, eben einmal gesammelt eine E-Mail oder eine private Facebook-Nachricht, wo dann eben diese ganzen Infos nochmal drinstehen. Was wir uns gar nicht angesprochen haben, ist das Belohnungssystem. Kannst du vielleicht noch was dazu erzählen? Erzähl dir noch was zu der Funktechnik, weil die 5-Meter-Sache, das würde mich schon interessieren. Also generell ist es ja nicht nur 5 Meter, sondern wir können das ja nochmal einstellen. Das ist von Bereich halb Meter bis x 100 Meter. Wir können auch gleich die Fragen beantworten. Genau, einfach rein. Das war ich auch bei mir in der Reichweite, weil man kann ja eigentlich nur einen bestimmten Radius, immer einen kleineren Radius beim Auto, aber wenn da zwei nebeneinander stehen, dann musst du halt beim einen das Handschuhfach liken und auf der anderen Seite gleich die Motorhaube mit. Also. Willst du gleich einsteigen, oder? Also das ist natürlich mit einer der spannendsten Gebiete, wie kriegen wir die Lokalisierung hin? Ganz klar, im Prinzip habe ich immer einen kugelförmigen Radius bei einer omnidirektionalen Antenne, das ist klar. Man kann jetzt natürlich noch gerichtete Antennen und solche Spielereien machen. Im Prinzip setzen wir darauf, dass mein Sender nur eine gewisse Reichweite weit kommt. Die Spezialfunktion wird von allen entdeckt. Also im Prinzip, so machen wir das Ganze einstellbar. Das heißt, man kann es auch so mal technisch beschreiben, wir haben die Antenne so weit verstümmelt, bis sie eben nur noch einen gewissen Senderadius zulässt. Ich glaube, die diskutieren gerade das Beispiel für die Erotikmesse. Ich glaube auch. Also das war natürlich eine unserer ersten Ideen.
Man kann das, also wir haben das tatsächlich schon getestet, man kann auch Weichteile einer Frau damit stemmeln, das funktioniert. Also wer hier sich freiwillig darf gerne. Hier war eine Frage noch, ja. Als böser andere Firma, kann ich nicht einfach mein Empfängerding irgendwie in die anderen Dinge mit anderen Leuten reinplatzieren? Also könnte ich jetzt nicht zum Beispiel mein Empfängergerät auch in den Port reinmachen, obwohl ich Volkswagen bin. Gut, potenziell technisch kann ich das natürlich nicht verhindern, weil die Basisstation hat keine Füße, wo sie weglaufen kann. Das heißt, wenn das der Aussteller nicht sauber hinkriegt, wäre da theoretisch eine Manipulation richtig, das ist möglich. Auch als böser Angreifer auch überall noch weitere Boxen verkaufen und einfach überall, wo eine andere Box steht, noch meine Boxen zupacken und sagen, dass die Leute immer mich liken. Nee, also das Einzige, was du machen kannst, ist prinzipiell natürlich unser Signal jammen. Das geht natürlich immer bei Funktechnologie. Dieser andere Hersteller, wie du jetzt sagst, der kauft nicht bei uns eine Box. Also erstens mal, diese Boxen gibt es nicht frei im Handel erwerblich, sondern die kriege ich immer nur über meinen Messeveranstalter. Das heißt, der kommt da erstens mal nicht ran. Selbst zweitens, wenn er jetzt eine Box irgendwo stellen würde, kann man sich potenziell denken, hat er ja nicht die Zugangsdaten, um auf unserem Server die entsprechenden Daten einzuspielen. Wenn er selbst sich so eine Box holt von euch, einfach dann plötzlich in seinem Auto, einfach in das Auto von Porsche platziert. Also prinzipiell klar, also können wir nicht verhindern, das ist richtig. Allerdings könnte man natürlich sowas sehr leicht tracken. Also wenn ich jetzt sehe, okay, ich habe zwei Basisstationen und die werden immer gleichzeitig aktiviert. Das darf eigentlich nicht sein. Sowas könnten wir zum Beispiel mit einem Algorithmus leicht rausfinden. Bitte? Tun wir aktuell noch nicht, also gute Anregung, können wir da einbauen auf jeden Fall. Also auch vielen Dank schon mal im Voraus für sämtliche kritische Fragen, das ist nämlich sehr, sehr gut. Also es ist immer natürlich auch schön, wenn man hört, ja, super System, alles geil. Aber letztendlich, ja, sind es ja gerade die interessanten Fragen, wie kann man das System umgehen? Wie kann man das System hacken? Wie kann man es manipulieren? Wie kann man es irgendwie abusen in irgendeiner Form? Und ja. Ihr macht das irgendwie als Facebook-App, dass der Nutzer sich dann über eure Seite registriert, wenn er einen Stempel kriegt? Also kann man vielleicht mal... Ich muss mein Programm erst drüber ziehen, sorry. Ich habe das jetzt ja alles auf dem Server laufen hier. Aber ich kann es nachher mal zeigen. Der Messebesucher kommt auf die Messe, er kauft sich so einen Stempel oder kriegt ihn halt, weil er ein Messebesucher ist. Und dann muss er es nur irgendwo registrieren. Oder er kriegt es vielleicht schon irgendwie registriert, weil er hat sich ja vorher schon registrieren dürfen. Und dann muss er auch noch irgendwie das mit seinem Account verknüpfen, bei welchem Social Media Fu auch immer. Und dann hat er aber keinen Einfluss darauf, was mit seinem Social-Media-Profil passiert. Also wenn er liked, dann schmeißt er dem irgendeine Message drauf oder der Aussteller darf die Message sogar definieren. Der Aussteller definiert die Message. Also das ist auch ganz klar eine Geschichte, wo wir erstens mal dem Aussteller einen Leitfaden an die Hand geben. Merken wir es gleich. Wo wir erstmal einen Leitfaden an die Hand geben. Zweitens mal bieten wir das aber auch noch als Dienstleistung mit an, diese Texte zu erstellen. Also vielleicht ganz kurz zu diesem Punkt nochmal, was böse ist. Ist einfach zu sagen, Produkt ist geil, kauf mich. Das ist ein Content, den will ich nicht haben auf meiner Wall, das interessiert eigentlich keinen und da bin ich erst recht nicht bereit, ihn irgendwie zu teilen oder meine Freunde wollen das auch nicht wirklich liken. Da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen ist immer die Frage, wie kann ich ein Content-Marketing machen, dass die Nutzer tatsächlich was davon haben und Mehrwert davon haben. Da haben wir uns jetzt auf der CeBIT bei unserem Product Launch was einfallen lassen. Dort haben wir zum Beispiel eine Webcam gehabt. Da können wir nachher mal ein paar coole Bilder mit zeigen. Und die kamen auch sehr, sehr gut an. Also wir hatten die Möglichkeit, dass man nicht nur Objekte liked, sondern auch ein Bild von sich machen kann. Natürlich auch alles über einen Stempel. Also ich habe so eine Art Fotobox vor mir. Ich stempel an diese Position. Dann sagt er, bam, Bild wurde gemacht. Wenn ich ein zweites Mal stemple, dann wird das Bild dann hochgeladen, dementsprechend auf unseren Server, damit Facebook verknüpft. Sowas kann man machen. Da hat man gleichzeitig noch, ja, dank Thorstens Eltern, so schöne Like-Daumen, so überdimensional groß, aus Pappe ausgeschnitten, sah total witzig aus. Und dann haben die Leute es halt so vor sich hingehalten und ein lustiges Gesicht dazu gemacht. Es war total lustig. Und da hat man auch große Resonanz drauf gekriegt. Also der Rekord hielt, glaube ich, der, wie hieß er nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wer gerade hieß. Auf jeden Fall, der hat es geschafft, innerhalb von 5 Tagen da fast 200 Likes drauf zu kriegen. Beziehungsweise jetzt innerhalb von 2 Wochen war es am Anfang 116, jetzt 200 inzwischen, so, um mich zu korrigieren. Also kam sehr gut an. Es war erst hier eine Frage und dann drüben. Also ihr habt ja keine Redaktion dahinter, die Inhalte prüft. Was ist, wenn jetzt einfach sich irgendjemand, der tendenziell Böses möchte, und sich einfach nur aus böser Absicht... Schreibst du es mal mit alles? Und, weiß nicht, da darüber Inhalte verbreiten möchtest, die nicht legal sind, weiß nicht, zum Beispiel irgendwelche Hasstexte oder irgendwie politische Werbung oder sonst was. Das könnt ihr ja nicht verhindern, weil es ja keine Redaktion gibt. Gibt es da eine Idee, wie man das verhindern könnte? Oder sagt ihr wirklich den Leuten, die es kaufen, ihr macht es selbstbestimmt und wenn ihr in die Scheiße reitet, dann macht ihr es halt so? Ja,
Ja, das ist eine Frage letztendlich vom Geschäftsmodell. Wir haben eine Redaktion dahinter, das stimmt nicht ganz. Also das machen nicht wir selbst, das geben wir auch wieder nach, auch wieder weiter sozusagen. Ich muss mich immer fragen, was ist die Intention? Also das ganze System ist nicht ganz kostenlos natürlich für einen Aussteller. Für einen Besucher ist es im Übrigen kostenlos, weil davor noch die Frage kam, das noch kurz beantworten. Also Besucher kriegt das einfach, verwendet das, gibt es am Ende wieder ab. Für einen Aussteller läuft es so, der kriegt eine Basisstation in seinem Standkonzept. Wenn er mehr haben möchte, muss er dafür halt bezahlen. Das heißt, also erstens mal bezahlt er für die ganze Geschichte. Das macht schon mal so, warum soll ich sozusagen für was bezahlen, wo ich dann Mist mitbaue? Das ist mal die erste logische Frage dahinter. Darf ich das gleich beantworten? Ich weiß nicht, bestimmte Inhalte sind ja relativ schwer zu teilen, weil sie einfach nicht erlaubt sind. Und das wäre, glaube ich, für relativ wenig Geld ein relativ effektiver Aufwand, wenn die Leute einfach dazu bringt, da einfach zu stempeln. Ich weiß nicht, wie Stempel gegen eine Tüte Gummibärchen oder Stempel gegen hier eine schöne CD von irgendeinem Lieblingskünstler oder Stempel gegen eine gratis MP3. Da könnte man ja schon nicht, wir wollten eben halt leicht verbreiten mit relativ wenig Geldaufwand. Wie würdest du es denn verhindern? Das ist eine gute andere Frage, das ist ja euer Konzept. Ich frage immer nur, vielleicht hast du schon Ideen im Hinterkopf, deswegen meine ich jetzt gerade, aber Thorsten meint, er hat eine Idee dazu. Ja, weil wir gesagt haben, wir geben Redaktion raus, ist, dass wir beide einfach nicht die richtig guten Texter sind, muss man einfach ganz klar sagen. Wir sind nicht diejenigen, die da jetzt ellenlang da die Texte vorbereiten, sondern klar, da müssen Profis dran sitzen, die nichts anderes machen, als einen richtig guten Content vorbereiten. Und das ist eigentlich immer so von unserer Seite gewollt, und das wird auch ganz klarer Fokus drauf sein, dass das ein Content ist, wie man den selbst posten würde. Das heißt, man macht eine deskriptive Beschreibung, und ein Tool, was wir uns jetzt noch für den nächsten Schritt überlegt haben, ist, dass man dann quasi auch nochmal bei seinem Pinnwand-Eintrag auch nochmal später selbst, wenn man zu Hause ist, interaktiv reingehen kann und kann den Content halt nochmal anpassen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr ein Foto bei Facebook hochlädt, dann könnt ihr da diese Fotobeschreibung, den Text auch mehrfach ändern, und das soll dann zukünftig auch bei unserem Tool so sein. Das haben wir jetzt nicht so hacktechnisch ganz umgesetzt, das können wir jetzt auf der Hannover Messe noch nicht zeigen, das steht aber ganz klar auf der To-Do-Liste, weil man auch klar sagen muss, generell die Content-Hoheit muss einfach der User haben. Das ist ganz klar, wir wollen ihm aber soweit den Dienst ermöglichen, dass er quasi, als hätte er es selbst geschrieben, also so, dass er sich selbst damit identifiziert, mit dem, was gepostet wird. Das ist wichtig. Zumal vorhin wurde ja auch diese Fotobox noch angesprochen, und Fotobox ist auch wiederum ein Platzhalter für weitere Interaktionen. Also was uns vorhin total super gut gefallen hat, ist die LED-Wand, die da oben liegt, weil sowas ist nämlich bei uns auch auf der To-Do-Liste, eine geile LED-Wand zu haben, wo man dann quasi zum Beispiel mit einem Stempel ein Spiel auslösen kann, dass dann so geile Wellenlinien oder sowas kommen, oder dass man dann quasi auch antritt gegen seine Freunde, die zu Hause am PC sitzen. Dass man da dieses Ping-Pong-Spiel oder sonstiges macht, wie man es so kennt. Und dass man live in Interaktionen von der Messe raus mit seinen Freunden zu Hause nochmal spielen kann. Und das ist dann eine coole Geschichte. Bitteschön. Das war ohne Scheiße. Außer Business-Kasper werdet ihr doch niemanden dazu bringen, irgendeinen Text zu posten, den er nicht vorher, also von dem man nicht weiß, was es ist. Also generell, die Leute können das sich vorher anschauen, also es gibt, natürlich muss man irgendwo diese Informationen immer auslegen, was für Content da gepostet wird. Aber ansonsten werden wir das System so transparent aufbauen, dass man einfach auch ein gewisses Vertrauen einfach in das System rein hat. Also gerade zum Thema Datenschutz, was bestimmt jedem noch irgendwo auf der Zunge liegt, war eines der ersten Themen, was wir angegangen sind. Dr. Thilo Weichert sagt euch bestimmt was. Den war die erste Adresse, die wir angefragt haben, um mal mit uns über das System zu sprechen, um zu schauen, wie können wir das datenschutztechnisch so aufbauen und datensicherheitstechnisch, dass wir einfach auch gewährleisten können, dass die Kundendaten sicher gehandhabt werden. Ich habe dich gesehen, ich würde das nur kurz gerne fertig ausführen. Zum Thema Datensicherheit, wir versenden ja auch nicht die Daten jetzt hier über einen Stempel. Wenn jetzt die Signale hier abfängt, da habt ihr in Anführungsstrichen ein dummes Ping-Signal, wo dann zwei, drei Sachen drinstehen, das wird aber alles erst auf unserem Server zusammengeführt, dass man dort quasi die Nutzerinformation hat, Ping-Signal, Basisstationssignal, und man braucht wirklich alle Komponenten, um überhaupt was auslösen zu können in sozialen Netzwerken. Das heißt, es ist ein hoher Grad an Sicherheit, den man damit reinführt, weil allein durch diese Mehrfachverschlüsselung, die dann auf dem Stempel läuft oder auf unserem Gadget, es ist schon schwierig, überhaupt dieses Signal abzufangen. Und dann müsste man auch nochmal in die Datenbank rein und. Das sind schon einige Schritte, die davor erfolgen müssen. Und wie gesagt, zum Content absolute Transparenz dem User gegenüber und auch von der Kommunikation her, wenn da einer was vorschlägt oder wir merken, da ist auf einer Messe ein viel cooleres Kommentar gefallen, dann geben wir das natürlich auch gleich weiter an die Aussteller,
dass sie quasi diese Informationen auch gleich aktiv mit einpflegen, weil es kann ja sein, dass bei einem Auto immer wieder der gleiche Spruch fällt und dann ist der Spruch einfach der coole, hippe Spruch und der muss dann auch wirklich da rein. Das ist jetzt deine Frage, bitte. Ja, also ich nutze Facebook relativ exzessiv und ich habe so und Friend. Wenn ich Werbung sehe, ich habe so einen ganz feinfühligen Werbungsdetektor. und wenn ich irgendwo Werbung sehe, dann passiert mir das 2 bis 3 Mal, dann ist der User geblockt. Wenn ich jetzt über eine Messe gehe und irgendjemand aus meiner Freundesliste stempelt hier jetzt fleißig alles ab und meine komplette Timeline ist voll gespammt mit Werbung, die auch der User nicht selber geschrieben hat, sondern ja, kauf den neuen BMW M3, ey super, das Auto ist toll und so weiter. Ja, dann fliegt der bei mir halt raus. Deswegen die Frage, das System an sich finde ich cool. Gibt es also die Möglichkeit, dass ich jetzt am Eingang sage, okay, hier ist mein Stempel und ich möchte nur eine Liste von Notizen haben, dass ich am Ende eine E-Mail kriege abends und da ist die Liste drin, aber nicht irgendwelche. Ganz klar, ja. Ganz klar, ja. Ich sehe das genauso wie noch einige Mitlaboranten hier. ich möchte volle Kontrolle über meinen Inhalt. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas gepostet wird, weil ich halt mein Nutzerverhalten kenne und bei mir würde die Person einfach sofort geblockt. Also auf jeden Fall gute Einwände. Zum Thema Nutzer blocken. Ich sage immer, ich habe auch viele Chaoten generell in meinem Stream mit rumlaufen und ich versuche denen immer die Information zu geben, das war jetzt vielleicht doof oder Facebook gibt es nicht auf Pink oder dieses Bild, dafür zahlt Facebook keine 2 Cent, wenn du das jetzt quasi toll likest oder weiter verbreitest. Da gibt es ja auch ganz viel Zeug, was einen einfach nur nervt und denen versuche ich eine Hilfestellung zu geben, sich da zu verbessern. Und du wirst niemals da eine Mail bekommen von wegen hier, du, der tollste BMW, kauf den jetzt. Ganz sicher nicht, sondern wenn du über eine Messe läufst und dir gefällt das Auto und du findest es einfach geil, dann hättest du auch probiert, ein Foto davon zu machen. Und wird das mitgeteilt. Mein Foto mit meinem Text mit der Person auf dem Foto, die ich fotografiert habe. Ja, aber gut, im Endeffekt, pass auf, Fotobox im Endeffekt ist ja so, du kannst dich ja selbst in Interaktion mit dem Produkt bringen und stellst dich davor, machst ganz hip, toll, alles gar geil oder machst hier voll Lähmer-Aktion. Kann ja natürlich auch passieren. Das passiert im sozialen Netz, das wollen wir auch sicher nicht zensieren. Das ist Käse, weil das ist ja auch wiederum gerade der Spaßfaktor, der sonst verloren geht. Den wollen wir da nicht rauskillen. Zum anderen hast du schon angesprochen, dass du nicht die ganze Pinnwand da von oben bis unten voll haben willst. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast mit diesen neuen Timeline-Apps. Das läuft einfach so ab, dass der Content zusammengeführt wird. Das heißt, da kommt dann der neueste Identa-Post, siehst du dann exklusiv und da unten drunter steht dann zukünftig weitere Posts von Identa und ist dann zusammengefasst in Form von so einer Liste und da kannst du da rumscrollen, hoch und runter, dann ist das auch in Ordnung. Und da werden sich auch nur die Highlights durchsetzen, also wahrscheinlich auch sehr stark Fotos und Videos, die man irgendwo aufnimmt oder beziehungsweise Spiele, die man mit Freunden auf der Messe spielt. Das sind dann die Sachen, die am stärksten kommen. Frage. Du sagtest gerade, es ist ähnlich, als wenn du selber was verfasst oder sowas. Ich glaube, das stimmt nicht ganz, weil die Hemmschwelle, einfach einen Knopf zu drücken oder einmal irgendwo drauf zu hämmern, ist deutlich geringer, als sich 2-3 Minuten Lebenszeit zu nehmen, die relativ kostbar ist, und was zu verfassen. Also das Feeling ist ein ganz anderes, weil man, glaube ich, nicht mehr so selektiv schaut, wo nehme ich wirklich Zeit, was zu machen, sondern einfach wild drauf loshaut, bam, oder wie man es auch nennen möchte. Also ich glaube, es ist nicht so selektiv, wie du gerade dargestellt hast, sondern deutlich geringer von der Hemmschwelle, genauso wie Twitter damals auch. Genau, und das hat da, deswegen haben wir im Hintergrund unser Bonussystem. Ich würde das kurz gerne ergänzen dazu, weil das ist im Video angesprochen. Entschuldigung, also mach euch dann danach direkt. Und zwar, Bonussystem funktioniert so: Wenn ich jetzt quasi auf der Messe bin, stempel was, löse eine Interaktion aus, löse ein Like aus. Dann kommt bei mir auf die Pinnwand kommt vielleicht irgendein hippes Foto. Wenn jetzt mein Freundeskreis sagt, das ist ein cooles Foto, das ist cooler Content, belohnt er das mit einem Like, mit einem Kommentar, mit einem Share. Und diese Anzahl von Interaktionen, die wird im Hintergrund von uns mitgemessen. Und derjenige, der es schafft, Interaktionen zu bekommen, der wiederum hat ein Vergütungssystem auf der Messe. Das heißt, bei 10 Likes, die man im Internet bekommen hat auf seinen Content, und deswegen selektiert man, weil man möchte auch wirklich irgendwo seinen Incentive haben,
und jetzt wieder wahllos irgendein Käse, dann ist es, also dann kriege ich bei 10 Likes bekomme ich zum Beispiel einen Kaffee, bei 100 darf ich in den VIP-Bereich und bei 200 vielleicht die Probefahrt im exklusiven Auto. Gerade noch einen Moment, waren auch noch zwei Kollegen vor dir. Was ich noch ergänzen muss, ist in dem Fall, also was nicht geht, wenn dass ich jetzt überall rumrenne, Stempel, und dann überall ein Like bekomme und dann meine ich, kriege was dafür. Das ist Käse, das ist dann so, dass dann rausche ich komplett unten durch, weil das natürlich nicht gewollt ist. Sondern natürlich soll eine Selektivität auch drin sein und man soll sich auch nochmal Gedanken machen, welche Punkte sind wichtig und was passt zu meinem Netzwerk an sich. Also wenn ich jetzt da weiß, okay, da interessiert sich keiner für Haare färben und ich gehe beim Haarfärbestand vorbei und like den ganz doll, dann brauche ich mich nicht wundern, dass da keine Interaktionen kommen. Das ist eine klare Geschichte. So, jetzt glaube ich, du warst als nächstes, dann du und genau. So ja, ich schaue noch auf das, was er vorhin gesagt hat, wegen dem bösen Anbieter gesteckt. Das Einfachste wäre in erster Linie mal halt sowas wie Nutzungsbedingungen, bevor genau. man überhaupt das Situation halt abgibt. Genau. Und ich denke, da kann man schon vieles wegnehmen, weil wenn dann der beste Grundlage ist mit diesen genau. Bedingungen und man merkt eben, derjenige hält sich da nicht dran, dann gibt es halt eventuell mit der juristischen Keule. Genau. Das AGBs, Netiquette und das übliche halt Datenschutzerklärung. Für jeden Benutzer, ansonsten sagt er, hey, kommt, behaltet euren Stempel, sondern halt bevor die Basisstation ausgegeben werden, dass man auch reinschreibt, das dürfen wir nicht. Genau. Und genau so. Grenzen. Ganz definitiv die rechtliche Grenze damit abgesteckt, auf jeden Fall. Ich habe es vorhin noch vergessen zu sagen, man kann natürlich auch technische Maßnahmen ergreifen. Ich kann so irgendwie eine Blacklist von Worten haben oder irgendwas. Ja. Wenn ich jetzt sage, gewisse Inhalte will ich halt blocken. Wenn sich das eben anbietet, kann ich das machen. Du lachst? Das ist angeschlossen. Was ist denn eure Zielgruppe? Eher wahrscheinlich Business-to-Consumer-Messen, weil ihr wollt ja irgendwie so Empfehlungsmarketing platzieren bei den Leuten. Dein Spezialgebiet. Ja, genau, also das ist natürlich klar. Also von Business zu Business messen muss man aber auch eines dazu sagen, für die ist ja die Merkliste ganz interessant. Und es gibt ganz viele User, die auch speziell nur auf diese Merkliste abfahren, wie vorhin schon angesprochen. Und die haben natürlich die Möglichkeit, die brauchen auch kein Social Network zu verknüpfen, die geben einfach eine E-Mail-Adresse an und nutzen dann diesen Mehrwert, den sie bekommen, sind dann bei anderen Sachen eingeschränkt. Für Business to Consumer. Direkt nochmal einhaken. Hack direkt ein. Ich will ja jetzt nicht, wenn ich jetzt bei Firma X arbeite und zu Konkurrenz Y gehe, dass die wissen, dass ich da war. Vielleicht will ich das nicht. Hm? Und wenn ich aber jetzt eine Merkliste mit euch benutze und dann die Firma Y weiß, dass Konkurrenz X da war. Weiß sie nicht. Die Firma weiß es nicht. Lass mich vielleicht mal kurz technisch erklären. Von dem Benutzer. Gar nicht. Also was wir ganz klar nicht machen, ist Leads weitergeben. Wir verkaufen keine Leads. Und das sagen wir auch gerne 100 Mal. Und das ist uns ganz wichtig, weil der Nutzer möchte das nicht. Der Nutzer möchte nicht als Kontaktdaten irgendwo verkauft werden. Das steht das noch anders, deswegen hatte ich das so ein bisschen nicht. Nee, nicht als Lead. Auf der Seite steht im Endeffekt steht die Messbarkeit, aber die geht nicht auf einzelne Personen runter. Und die einzelne Person, also die... Ihr habt ja danach noch stehen, dass die Leute dann vielleicht auch nach der Messe noch Informationen vom Unternehmen kriegen können. Moment, lass mich da kurz einhaken. Das läuft so ab, die Nutzer bekommen diese Informationen in Form von ihrer Merkliste. In dieser Merkliste gibt es nebendran einen Button, wo dann draufsteht, hier ist Ihr Ansprechpartner von dem Unternehmen. Den kann ich dann direkt in mein Outlook zum Beispiel per Einklick übertragen. Solche Dinge kann ich machen. Das heißt, da kann ich entscheiden, möchte ich den Kontakt zukünftig oder nicht. Ich kann mir auch einfach mal dessen Daten erstmal hier reinspeichern und dann, wenn ich möchte, ihn anfragen. Was dann wiederum auch die Möglichkeit ist, zu sagen, ich möchte ein Newsletter oder ich möchte weiter informiert werden. Aber den Schritt wähle ich selbst aus, um erstmal zu selektieren, weil das läuft ja auf einer Messe auch so ab. Du läufst da rum und bei den einen nimmst du einfach nur so einen Flyer mit, wo du weißt, okay, das ist so vielleicht zu 20% Interesse, aber man kann mal drauf gucken zu Hause, so als Erinnerung. Und das ist genau das, was die Merkliste abhandeln soll. Genau diesen Dienst soll sie bieten. Aber nicht irgendwie, also wir wurden da auch sehr stark schon auf Lead-Marketing angesprochen, ob man das nicht dann hier abgleichen kann und sonst was. Da sagen wir einfach immer zum Gunsten vom Nutzer. Das ist wichtig. So, du hast noch eine Frage? Ja, und zwar, du hast vorhin gemeint, der Benutzer bekommt am Eingang so einen Stempel und gibt ihm am Ende wieder ab. Und das ist ein Fehler. Das gibt so ein kleines Problem, weil ich gebe den nicht ab. Ja, dann kommt, also ein Möglichkeit. Allein weil er blinkt und Töne macht. Sehr cool. Apropos, wo waren die Stempel? Jetzt weiß ich, wenn die nachher fragt. Wir haben da so einen lustigen Trick, der macht dann einmal Puff und dann explodiert die Hosentasche. Nee.
die Frage, also wir hatten uns für die CeBIT so einen Spaß erlaubt, dass wir im Hintergrund zum Beispiel gesagt haben, wenn jetzt einer wegläuft mit dem Ding und dann in der Hosentasche, dann schreit er, Hilfe, lass mich raus oder sowas, wird immer lauter, ich werde entführt oder so. Da hat man es auf eine lustige Art und Weise, hat man dann den anderen in den Charmoment reingeführt. Aber grundsätzlich auf einer Messe muss man das ja so vorstellen. Wir würden das halt auch mit so Green IT quasi aufzeigen, Shops den Chip halt wiederverwerten und du bekommst das Ding als Eintrittskarte und gibst es wieder ab. Das heißt, du läufst durch so ein Gitter, so, entweder gehst an die Garderobe, tauscht es dann gegen deine Kleider wieder ein, das ist quasi auch der Garderoben-Chip, könnte man machen. Andere Geschichte wäre, um aus der Messe rauszulaufen, drückst du das quasi in den Automat und verlässt das Drehtor damit. Und wenn du es verloren hast, dann geht man halt hin und dann wird das Ding schon mal von fern von uns abgeschaltet, dass deine Nutzerdaten nicht irgendwo, dass nicht einer will dein Facebook-Profil dazu müllt. Das ist wichtig, wenn wir sowas merken, können wir da auch schon mal einschreiten. Das ist man weiß ja im Endeffekt, in welcher Frequenz etwa gestempelt wird. Und wenn da auf einmal einer anfängt, da Käse zu machen, dann kann man da natürlich auch schon mal reinschauen, dementsprechend mal hier so auf Pause setzen und gucken. Mhm. Ja. Deine Frage, genau. Also es läuft, wenn ich es richtig verstehe, es läuft mich gerne in den Eingang, hol mir mein Gadget, dann steht dort ein Rechner und sag so, verlinkt es mit deinem Profil, ich melde mich bei Facebook an, installiere mir diese Facebook-App, gebe dir die Rechte, dann gehe ich über die Message und sage, ich gebe meine Likes. Ist das so? Wenn ich einen Trojaner installieren würde, Jein. Auf einem Rechner, Jein. Also im Endeffekt könntest du ein Automat zum Beispiel dahinstellen, dass sie mir das quasi rauszieht. Dann kannst du noch aussuchen, welche Farbe möchte ich denn haben. Und dann am Schluss drückst du das Ding wieder da rein und das Ding wird wieder tot gemacht. Hat keine. Ja, das kann man an einer Stelle macht man das, aber das ist ja nicht wirklich ein Aufwand, den man heutzutage hat, sondern ich muss ja dann nicht 1000 Daten einfüllen, sondern ich logge mich einmal kurz ein und dann ist das Ding verknüpft und dann ist es safe. Und an dieser Stelle müssen wir natürlich ganz genau aufpassen, weil das ist natürlich ein Angriffspunkt, wo man dann sehr gerne hin möchte oder gucken muss, dass man als bösartige Person versucht, da reinzukommen. Klar. Vielleicht noch kurz eine Ergänzungsgeschichte. Also wie gesagt, letztendlich ist es auch die Frage vom Messebetreiber, was er will. Also wenn jetzt ein Messebetreiber sagt, das ist jetzt irgendwie eine sehr exquisite Messe, ich will da viel Geld für ausgeben, haben wir jetzt auch kein Problem, dementsprechend das Gadget tatsächlich mit nach Hause nehmen zu lassen. Was man sich dann natürlich nochmal interessanterweise überlegen kann, was kann ich denn außerhalb von der Messe noch mitmachen? Könnte man so eine Sache sagen, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel 2, 3 Stempel irgendwie habe, dann kann ich ein lustiges Spiel irgendwie machen. Keine Ahnung, ich lasse beliebig bei einem eine LED aufblinken und wer zuerst stempelt quasi, der kriegt einen Bonuspunkt und dann kann man so eine Highscore stellen. Sowas kann man sich überlegen oder 1000 andere Dinge. Also das ist optional natürlich, das heißt, wenn der Messeausschuss das will, wir verkaufen ihm auch gerne die Dinger dauerhaft und vermieten sie nicht nur. Also das ist jetzt einfach eine Option. Vielleicht noch ganz kurz ein einziger Satz, nämlich ich gleich dran so zu der Business-to-Business-Geschichte. Ein Feature haben wir noch nicht erklärt. Und zwar, man kann auch noch mehr mit den Stempeln machen. Wenn ich jetzt, wenn sich zwei Leute einfach treffen und sagen, boah, wir wollen jetzt gerne Kontakt halten, dann kann ich auch einen Kontakt austauschen mit Hilfe von Identers. Das heißt, ich kann die einfach gegeneinander stempeln. Jetzt habe ich meinen Kontakt ausgetauscht. Also auch solche Geschichten kann man natürlich mitmachen. Das ist natürlich aktiv von beiden, dass der Adressaustausch ja okay. Genau. Ja. Und das ist halt auch wieder eine witzige Geschichte. Ich stempel die zusammen und dupp. Das ist halt wieder was halt auch viel Spaß macht. Wie läuft die Kommunikation der Box, der Empfängerbox mit dem Internet ab oder wie auch immer? Also, okay, Frage für mich? Ja, genau. Okay, also im Prinzip ein mehrstufiges System. Was wir nicht wollen, ist natürlich die ganzen Empfängerboxen zu verkabeln. Macht keinen Sinn. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Stand habe, ich habe dort 10 Empfangsboxen, dann will ich da keine 10 Kabel legen. Was ich am Stand aber sehr wohl habe, ist irgendwo mein Internetanschluss. Das heißt, irgendwo habe ich meinen RJ45-Connector, wo ich rankomme. Und so funktioniert es auch. Wir haben auf jedem Stand einen Gateway-Knoten. Dieser Gateway-Knoten hat auf der einen Seite Wired Network, auf der anderen Seite unseren Wireless-Adapter an. Und das ist quasi unsere Schnittstelle zwischen diesen Basisstationen auf dem Stand und unserem Server, der weiß Gott, wo steht. Der kann auf der Messe stehen, der kann irgendwo in der Cloud sein, wo auch immer dann. Sprechen die Dinger untereinander? Ich habe die Frage. Sprechen die Dinger untereinander? Also bilden sie so ein Mesh oder? Meshen, jetzt habe ich das Wort verstanden. Okay, das kann man machen, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr großen Stand habe, zum Beispiel von der Telekom oder von Microsoft oder wer ist denn noch hier beliebt? Nee, also wenn ich auf jeden Fall große Stände habe und ich habe nur ein Gateway, dann kann man, ist es noch nicht implementiert, aber ist angedacht, dass man jetzt sagt, ich habe mehrere Basisstationen, die dann eben so ein Mesh-Netzwerk auf,
aufspannen, wo ich dann sage, okay, ich stempel ganz außen, der funkt zum nächsten, irgendwann ist er in der Nähe von Gateway und der haut es dann raus. Deswegen auch in meinem Forschungsgebiet Wireless Sensor Networks passt da natürlich perfekt. Ich weiß nicht, jetzt mit Fragen, könnte das realisiert werden, also im Sinne von Daten übertragen werden, Datensicherheit und erwähnte Verschlüsselungsmethoden, dass man vielleicht einfach alle diese Dinge auf dem ganzen Eventnetz mappen könnte und an einen gesonderten Uplink klappt, weil auf Messen kennt man es, das Internet ist ziemlich scheiße. Und dass man einfach sagt, gut, wir haben hier einen zentralen Zugang, alle Dinge mappen untereinander und die Datensicherheit ist so weit gegeben, dass niemand da irgendwie ja, was Böses mittreiben kann. Potenziell denkbar, aber werden wir so nicht umsetzen wollen. Ein ganzer Grund, jetzt sind wir nämlich genau bei den drahtlosen Sensornetzwerken, die haben einen großen Nachteil gegenüber dem WLAN, Wi-Fi, was man normal kennt, ist die Datenrate. Das heißt, dass ich beim Wi-Fi irgendwie über 11 Megabit lache ich ja heute. Hier drin habe ich 0,0 irgendwas Megabit. Das heißt, deutlich geringere Datenrate. Von dem her gesehen wird das keinen Spaß machen. Der riesige Vorteil ist, das Ding schalte ich einmal an und dann kann das, wenn ich richtig die Energiesparmaßnahmen treibe, Tage, Wochen, Monate halten. Das heißt, ganz klare Geschichte, die Dinger sind auf Stromsparsamkeit ausgelegt und nicht für Wireless LAN-Ersatz. Wie viele Daten frisst denn da durch? Also wie viele Daten habt ihr überhaupt, die gesendet werden müssen? Also ich persönlich habe gerade zwei im Kopf, das sind vielleicht zwei Zahlen. Das ist einmal irgendwie die Station, die gerade ja, genutzt wird, die entweder eine Station sein kann oder irgendein Stempel. Und das zweite ist irgendwie eine ID. Das kann ja nicht so viele Daten sein. Genau, deswegen haben wir die Technologie eingesetzt, das ist auch richtig. Also ich habe hier eine Seriennummer drin, habe dann nochmal ein Byte, wo es sagt, ich habe jetzt gerade eine Merkliste ausgelöst oder Flyer ausgelöst oder irgendein Spiel gestartet oder was auch immer. Klar, so ein Byte, streiten wir uns auch nicht drum. Die Basisstation an sich ergänzt es auch nur mit ihrer Seriennummer und dann purzelt da hinten halt ein paar Byte raus, ist extrem wenig Daten, das ist vollkommen richtig. Und auf dem Server liegen ja dann quasi die ganzen Verknüpfungsdaten mit Textlinks, Bilder, Videos. Also das letztendlich ist nicht das Problem. Aber halt deswegen auch der Vorteil, wir können da sehr, sehr lange Akkulaufzeit mit erreichen. Das klingt aber so, als könnte ich meiner Konkurrenz das ganz gut unterschieden, dass sie auch meine Produkte stempelt. Wenn ihr da nur eine Seriennummer und noch ein zusätzliches Byte übertragt, ist das ja irgendwie, also kein Response, kein Timestamp, gar nichts. Kein Krypto auf der Funkschnittstelle. Bitte kein? Kein Krypto auf der Funkschnittstelle. Doch, das machen wir ja gerade. Also Timestamps, Sequence Numbers, solche Geschichten machen wir. Also ich habe mir auch schon überlegt, wir sind jetzt gerade, erste Version war natürlich Plain, das ist klar. Ist ein Punkt, wo ich vielleicht gerne diskutieren würde. Wir haben uns überlegt, wie können wir das Ding sicher kriegen, weil das ist wichtig. Also ich will kein Man-in-the-Middle-Attacken haben, ich will nicht, dass irgendwie der Konkurrent mit abhört und sozusagen mitlockt und dann vielleicht doch noch Daten rauskriegen kann oder solche Geschichten kann man sich auch überlegen. Also wie kann ich das ganze Ding treiben? Geschichte hier, ich bin extremst ressourcenbeschränkt, irgendwie ein 8-Bit-Mikrocontroller drin, will hier eine Verschlüsselung haben und das Ganze darf auch nicht viel Power fressen. Also wie kriege ich das hin? Aktuell haben wir uns was Proprietäres ausgedacht, wo wir der Meinung sind, das ist schon mal relativ gut. Aber ich glaube, das wäre vielleicht auch nochmal ein extra Termin, da hätte ich total Bock mit euch dann nochmal drüber zu sprechen, was da eure Ideen und Eingebungen sind. Prinzipiell proprietär klingt erstmal toll, weil keiner kennt das ganze Ding, nicht knackbar. Aber wenn es mal einer, ich sage ja nur auf den ersten Blick, aber auf den zweiten Blick ist mir das durchaus bewusst. Da entwickeln wir ein paar Leute dran, denken, wir haben was Tolles entwickelt, dann kommt ihr hier im ganzen Team und ja, schwierig. Deswegen bin ich da auch für Vorschläge offen oder wenn es da schon dementsprechend Standards gibt, die wir umsetzen können auf so kleinen Controllern, gerne. Fairerweise muss man sagen, das ist wahrscheinlich, also ich glaube nicht, dass man jetzt einen Mordsaufwand betreibt, um auf einer Messe jetzt die Eier von zu chatten. Man betreibt ja auch einen Mordsaufwand, um Industriespionage zu machen. Ein paar Kunden zu kriegen von bestimmten Unternehmen, stimmt alles. Du solltest nicht von dir auf andere schießen. Aber dann mache ich eine MyKalender-App und verbreite die millionenfach bei Facebook, dann habe ich auch die Daten. Also insofern, das ist ja noch viel gemeiner und viel, viel hinterhältiger, für einfach keinen Mehrwert zu bieten, einfach sowas abzufragen. Und das war mal klar nett. Also es ist klar mal gekoppelt, ich kriege einen Mehrwert. Und natürlich für einen Mehrwert zu bieten, braucht man natürlich einen Zugriff auf bestimmte Teile, die wir aber auch jetzt nicht verkaufen wollen. Das ist... Also geht gegen unsere Ausrichtung. Vom Verschlüsselungskonzept vielleicht in sich, also wir haben... Ja, eine Mehrfachverschlüsselung drauf. Im Prinzip ist das eigentlich schon doppelt bzw. gar dreifach verschlüsselt, das Ganze. Vielleicht nur mal so als Umreißen, aber wie gesagt, das können wir vielleicht nochmal extra diskutieren. Also nicht nur die Payload wird verschlüsselt, wir haben eine komplette Header-Verschlüsselung drin. Und selbst wenn ich quasi auf zweimal Like drücke, kommt zweimal was komplett Verschiedenes.
Das heißt, ich kann auch keine Replay-Attacken starten. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, like, geh 10 Meter weiter, mach nochmal ein Like, es ist immer noch die gleiche Seriennummer, es ist immer noch das Like-Flag und alles, also prinzipiell das Paket ist exakt identisch, sieht aber komplett anders aus, wenn ich es rausschicke. Wenn ich dieses Paket aufnehme und ich reply das Ganze, habe ich sofort eine Reply-Attacke entdeckt. Also so ist es momentan aufgebautes System, aber wie gesagt, bin mir sicher, da gibt es irgendwo noch Schwachstellen, wenn man es knacken kann. Vielleicht kommen wir da einfach in ein paar Wochen nochmal her, wenn wir das alles schön implementiert haben, legen euch die Basisstation hin, sagen die Stempel, sagen wir sind total stolz drauf, das Ding ist nicht knackbar, hahaha. Ha, ha. Macht mal. Bin dann sehr, sehr gespannt. Also ich denke, das wäre eine total coole Gelegenheit, wenn ihr da Bock drauf habt, machen wir das gleich mal als Folgetermin. Wie sichert ihr die Datenbank an? Also wie stellt ihr sicher, dass der Server, der auf der Messe oder halt extern mal bei einem Anbieter steht, sagen wir mal, okay, der steht auf der Messe, wie sichert ihr den ab? Wie sorgt ihr dafür, dass keiner die Datenbank unter mich dann wegzieht? Also erster Gedanke da dabei, die Daten werden nicht in Plaintext gespeichert, sondern quasi schon verschlüsselt gespeichert. Das heißt, wenn einer die Datenbank sich krallt und auch noch, das können wir gerne diskutieren, mit was man das dann, was man verschlüsseln. Ich muss auch ganz klar sagen, ich bin kein Experte für Servertechnologie. Ich kann auch jetzt nicht irgendwie aus dem Stegreif irgendeine Datenbank auf dem Server komplett sicher aufsetzen. Da haben wir uns jetzt aber auch schon Unterstützung gesucht von, wie heißt mein Nachname nochmal? Alex Fuchs heißt er. Hacker, wo du kennengelernt hast, erst vor ein paar Wochen, wir haben uns auch schon getroffen, haben wir genau diese Fragen diskutiert haben. Weil wir einfach sagen, an der Stelle, da sind wir nicht der Experten, da holen wir uns jemanden an Bord, wo sich damit auskennt. Können wir uns auch gerne mal nachher darüber unterhalten, wenn du sagst, Mensch, so und so, das ist sicher. Aktuell auf unserem System hier, wir haben ja noch keinen Server im Netz, das läuft momentan hier ab, auf dem lokalen Rechner. Hier ist die komplette Festplatte einfach auf einer Datenbank auf einer TrueCrypt-Partition gelegen. Das heißt, wenn der Rechner aus ist, dann kommst du eh nicht ran an die Daten. Das war jetzt unsere Schnellmaßnahme, aber wie gesagt, da bin ich gern offen für Tipps. Gerade noch vielleicht zu dem Alex zwei Worte, der wollte eigentlich heute Abend gerne mitkommen, hat noch einen anderen Termin. Also das ist ja eine ganz nette Persönlichkeit. Der hat sich jetzt irgendwie in den letzten Monaten, hat er es geschafft, irgendwie jetzt bei NATO eingehackt, war beim Deutschen Bundestag drauf und beim Weißen Haus und hat da lustige Informationen gefunden und ja, der spielt da halt noch so ein bisschen mit bei dem Ganzen. Warum macht das ganze Zeug einfach Open Source? Ich meine, ihr habt die Hardware, ihr habt die Skill und Know-how, ihr könnt es verkaufen, ihr könnt es Leuten irgendwie präsentieren. Warum macht ihr einfach das Ganze frei zugänglich? Weil ich meine, es gibt so viel gute Software, die frei zugänglich ist und die Firmen verdienen trotzdem eine Menge Geld dabei und Sicherheitslücken können einfach gefunden werden, weil jeder draufschauen kann und die Challenge einfach zu gucken, ja, okay, die wollen eher das Zeug für sich behalten, okay, dann jetzt erst recht will ich die kaputt machen. Vielleicht. Generell zum Geschäftsmodell, also sicherlich eine Frage, die zur Diskussion ist. Generell zum Geschäftsmodell, also was wir eigentlich gar kein großes Geld dran verdienen wollen, ist in der Hardware an sich. Das ist uns für uns ein Mittel zum Zweck. Wir sagen letztendlich, Kunde hat irgendwo ein Problem, das wollen wir lösen und wir machen das eben mit Hilfe von unseren Gadgets. Das heißt, das Ding ist ein Stück einfach, was dazugehört. Also jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen jetzt 10.000 Stempel verkaufen, dann sind wir reich. Also das ist eigentlich auch gar nicht Zielsetzung der ganzen Geschichte. Momentan ist das Ganze noch closed, das ist richtig. Wir haben jetzt auch eine Überlegung zu sagen, okay, man macht es Open Source oder man vergisst aus Versehen mal irgendwelche Dateien vom Server zu nehmen, die dann zufällig gefunden werden, wie auch immer man das gestalten möchte. Ja, also sicherlich ein interessanter Punkt, aber da ganz klar, also da wollen wir jetzt nicht dran verdienen, unsere Embedded Software oder an der Hardware, das ist für uns Mittel zum Zweck. Mittelfristig muss man auch davon ausgehen, dass einfach diese Technologie, die jetzt quasi hier im Stempel drin steckt, das wandert ja früher oder später irgendwo auch mal noch ins Smartphone rein. Da werden wir zukünftig NFC drauf haben und das wird auch andere Technologien, wie zum Beispiel solche Funkprotokolle, die wir nutzen, werden auch früher oder später in Smartphones oder in anderen Gadgets drin sein. Und das wissen wir natürlich, bloß wir müssen ja irgendwo mal auf den Weg dorthin kommen, sonst haben wir wieder dieses Henne-Ei-Problem, sondern irgendwo muss man mal starten und dem Markt einfach sagen, die Zeit ist reif für so einen Mehrwert und die Dienste, die wir darüber auslösen können, die bringen einfach dem User was und das ist das Entscheidende am Schluss. Ja, also vielleicht der Smartphone, da habe ich gerade einen Rundfaden verloren. Der Smartphone-Technologie an sich, das wird reinkommen, da sperren wir uns auch nicht dagegen. Es gibt Pro und Contra, wenn ich ein extra Gadget habe. Also ganz klares Pro für unser Gadget, wir heben uns ab. Also wenn ich jetzt irgendwo sage, ich habe die Cebit-App oder die Hannover Messe-App oder wie auch immer, naja, das ist die 20.000. App auf meinem Handy, die irgendwo ganz hinten landet. Und wenn ich da jetzt irgendwo auf der Cebit war und ich habe QR-Codes gescannt, weiß ich jetzt nicht, ob er das jetzt groß erzählen würde, zum Beispiel auch in der Runde hier.
naja, hab das halt gescannt, Informationen gekriegt. Naja. Wenn ich jetzt allerdings auf einer Messe bin und sage, hey, hier irgendwie geil, was völlig Neues, ich habe so ein Gadget, so irgendwie so einen lustigen Stempel in die Hand gekriegt, da kann ich rumstempeln, draufdrücken, das Ding hat geblinkt, gepiepst, vibriert, war ein total geiles Erlebnis, ich konnte da die Webcam mitsteuern, ich konnte da irgendwie ja, keine Ahnung, irgendwelche Spiele mit auslösen oder ähnliche Dinge machen, das was, da erzähle ich gerne drüber, das was Neues. Und das nehmen wir eigentlich gerne mit. Wie gesagt, wenn, ich schätze mal, in ja, 4, 5, 6 Jahren vielleicht in Nahfunktechnologien auch ins Smartphone mit reinwandern werden, dann freuen wir uns und sagen, like, und wir können unsere App dann eben dort drauf spielen. Aber ich denke, bis dorthin ist eine ganz gute Geschichte, auch mal mit den Gadgets voranzugehen, aber zu sagen, was Neues, was anderes, dass auch dieser Spieltrieb, also ja, wie ist es auch hier, vielleicht die Leute interessiert, man hat aber gesagt, okay, wir wollen das rumgeben, gucken, was passiert, was blinkt, wie sieht es aus, wie fühlt sich das auch an? Vielleicht auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil die ganzen Apps, naja, die können meinen Bildschirm steuern, meinen Lautsprecher steuern, aber das Ding, das kann ich anlangen, das ist was anderes, das hat eine Haptik, das hat ein Gefühl, da kann ich mit rumspielen und das ist nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Was man generell auch noch sagen muss, wir sind mit diesem Code-N-Wettbewerb, waren wir quasi die Early Birds. Also wir haben auch wirklich das Feedback bekommen, das ist sehr mutig, was ihr macht, zu so einem frühen Stadium überhaupt auf eine Messe zu gehen und das zu präsentieren. Also wir sind generell noch in einem Feldversuchphase, ganz klar. Wir sind absolut in manchen Bereichen noch Richtung Alpha. Das wollen wir aber auch ganz klar so kommunizieren, weil das hat für den User den Vorteil, wir können jetzt genau zuhören, wir gehen nach draußen und fragen einfach, was wollt ihr, was sind einfach Mehrwerte, die euch was bringen, beziehungsweise wie bauen wir das System gemeinschaftlich auf, hat ja auch schon so eine gewisse Open-Source-Charakter dahinter, um nach vorne zu gehen. Und ja, bis das eine Marktreife hat, wird auf jeden Fall noch eine Zeit vergehen, das werden wir jetzt nicht morgen fertig haben, ganz klar. Wir gehen trotzdem nächste Woche auf die Hannover Messe, ihr könnt uns auch gerne besuchen kommen, stellen, bitte? Diese Woche, Freitag fahren wir eigentlich schon hoch, haben da auch wieder einiges zu tun bis dorthin. Wie gesagt, wer uns besuchen möchte, das Ganze mal vor Ort ausprobieren möchte auf einer Messe, der kriegt gerne eine Karte von uns noch gestiftet, das passt auch, da haben wir noch ein paar zur Verfügung und ja. Haben Sie was Technisches an? Wenn man jetzt, also man hat jetzt dann so einen Stand, bleiben wir beim Auto, ja, habe jetzt 4, 5 Autos da stehen, das lege ich dir jetzt Handsprache, konfiguriere die so, dass die so in dem Bereich sind. Gibt es da nicht irgendwie Probleme mit, also das sind so gibt es da nicht irgendwie Probleme mit, also wie fange ich schon am besten an? Ich weiß, ich glaube, ich weiß, was du meinst, also Reflexion und all diesen Dingen. Auf der Messe, genau, und dort gab es Zigbee, war das, glaube ich, haben so Zigbee vorgestellt und das Erste, was die Fante gesagt hat, war, ja, aber es funktioniert hier leider nicht in der Halle, weil wir haben den Dach und WLAN und die ganzen anderen Geräte und dann sind hier noch Zigbee-Module und hier ein Stand und hier ein Stand und hier ein Stand, alle Funken hier wild durch. Da muss ich ein bisschen schmunzeln über die Frage, weil, wie gesagt, das ist jetzt genau mein Forschungsgebiet und Zigbee ist nun mal eben auf 2,4 GHz. Es gibt noch einen Sub-GHz-Bereich, aber das nutzt eigentlich keiner. Also ich bin nur auf 2,4 GHz. Ich bin genau im WLAN-Band drin, ich bin genau in meinem, boah, hier riecht es voll noch, krass. Oh krass, das lenkt mich jetzt gerade ein bisschen her. Also ich habe mein Bluetooth, mein WLAN, die ganzen Frequenzen um mich rum und dann genau passiert es, dass es nicht funktioniert. War mit einer unserer größten Befürchtungen, aber dafür haben wir vorgesorgt. Wir sind hier erstens mal auf einer Sub-Gigahertz-Frequenz von 868 MHz, weil vorher mal die Frage hier auch kam. Das heißt, wir sind hier nicht auf den WLAN-Bändern, nicht auf Bluetooth-Bändern. Um jetzt trotzdem sicherzustellen, dass das ganze Ding funktioniert, sind wir schon in einer recht frühen Phase, Anfang des Jahres schon in ein EMV-Messlabor gegangen. Für Störsicherheit und Störfestigkeit einfach mal die Messungen zu machen, war eine ganz spannende Geschichte. Und da haben wir einfach mal so ein Node, also so ein Prototyp-Node damals noch hingelegt gehabt, dann einfach mal drauf geschossen mit, ich glaube, von 1 MHz bis, was war es denn oben, 7, 8 GHz sind wir einfach mal hoch und haben ja bam, alles drauf gehauen. Klar, es hat uns natürlich in unsere eigenen Frequenz zerschossen, das ist natürlich logisch, aber speziell im 2,4 GHz und 5 GHz Band hatten wir keinerlei Probleme, auch nicht beim 900 MHz Band, wo GSM noch mit drauf ist, also das war alles safe. Das war schon mal sehr, sehr gut. Und auch auf der Messe an sich hatten wir da keinerlei Probleme. Aber das ist auch eine Sache, wo wir uns halt einfach auszeichnen, nochmal im Gegensatz jetzt zu diesen Zigbee-Technologien. Ihr sprecht aber auch ein eigenes Protokoll davor, auf dem 886 MHz-Band. Ja, wir sprechen jetzt. Sieht böse aus. Ich hätte ja noch so einen Test. Was ist das Geiles?
Achso, sorry, du hattest noch kurz vielleicht seine Frage noch und dann. Was kurz von den Problemen mit anderen Dingen, das kann man ja, denke ich mal, als Betreiber informiert man sich ja vorher, wie man eben in diesem Bereich passt. Genau, also ich weiß nicht, ob es jeder mitgekriegt hat, also ganz klar, wir sind natürlich nur im eingeschränkten Radius, das heißt, ja, sind da schon ein Stück raus, eine Störung, die wir uns selber erzeugen können, das ist vollkommen richtig, wir werden auf extrem ja, niedrigen Sendeleistungen senden. Das ist also unser größtes Problem ist eigentlich, die Antenne zu verstümmeln. Also wer da noch Ideen hat, tolle, super. Problem, diese Funkmodule, die wir hier einsetzen, haben normal eine Freifeldreichweite von 280 Metern bei Nicht-Nebelwetter, bei normalem Wetter. Und ja, wir haben so ziemlich das Böseste gemacht, was man mitmachen kann mit Antennen. Aber genau, diese RFM12 von HoBeRF. Günstig, funktionieren gut. Genau. Perfekt. Wenn man mehrere Wer sich auf den dann einpegelt, ja. Also ganz klar, was im Protokoll dahinter steckt, letztendlich mal, da ist auch noch ein Stück Aufwand zu tun, ganz, ganz klare Geschichte. Also wir sagen nicht, wir haben das perfekte System. War auch die Skalierungsfrage vor. Nochmal, also da muss man ganz klar gucken, welche Protokolle setzen wir da ein. Spannendste Frage in der ganzen Thematik definitiv. Die RFM12-Module habe ich jetzt schon seit zwei Jahren im Einsatz, auch mal in anderen Projekten schon viel mit Erfahrung mit sammeln können. Kann man extrem viel drauf einstellen, kann man extrem viel falsch machen, schon viel, viel Lehrgeld dafür gezahlt gehabt. Letztendlich haben wir es momentan so gut im Griff, dass es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Aber das ist gut zu wissen, dass du da auch in dem Themenbereich fit bist, dann können wir uns ja gerne nochmal austauschen. Genau, ja, also. Handy halt auch, das sind ja. Ja. Also, es ist so, also man sieht hier eine Basisstation, da gibt es ja eine schöne Lambda-Viertelantenne. Bei den Stempeln jetzt an sich haben wir auch keinerlei Antenne drin, auch wenn ich es jetzt aufmache. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich versucht, diese Antenne zu verstümmeln. Und naja, was mache ich, um die Antenne zu verstümmeln? Wie verstümmel ich eine Antenne? Wie bin ich böse? Also, bitte? Ausschneiden. Ja, genau. Also man kann hier anfangen, irgendwie versuchen, hier eine schöne Lambda-Viertel so ein Stückweise abzuschneiden und irgendwie zu verstimmen. Dann kam man von 280 Meter vielleicht auf, weiß ich nicht was. Nee, also erstmal von den 280 Meter sind wir runtergekommen, wenn wir die Sendeleistung runtergedreht haben. Dann kommt man noch so auf ein paar 10 Meter. Mit Antenne verstümmeln kam man dann auf vielleicht noch, ja, ich weiß nicht mehr genau, 15, 20 Meter ungefähr. Aber immer noch viel zu lang. Also haben wir dann irgendwann mal Folgendes gesagt, naja, scheiß drauf, wir machen die Antenne komplett ab. Und haben dann einfach nur noch den Ausgangspin quasi als Antenne. Aber auch das war noch zu weit die Reichweite, auch da hatten wir noch 10 Meter. Habt ihr es wenigstens schon dokumentiert? Klar, aber momentan noch nicht offiziell. Aber mal von der Software kann man das doch schnell auch irgendwo unterdrehen. Also da bin ich sehr, sehr für Tipps offen. Wir hatten verschiedene Dinge versucht. Wir haben versucht, die Baudrate zum Beispiel hochzustellen. Wir haben versucht, meine Bandbreite dementsprechend zu verschieben, rechts, links, hatten da nicht wirklich gute Erfahrungen mitgemacht. Aber ich denke mir, das wäre eine coole Sache, was wir vielleicht auch hier nochmal ausprobieren könnten. Dass man einfach sagen könnte, wie kann ich an den Parametern drehen? Denk einfach mal so wie früher, die mit dem Schraubenzieher, wo man einstellen konnte, ja. Dass man da, mein Kurs von das früher, dass man mit denen halt auch noch abgleichen konnte oder so, dass man da die Sendeleistung quasi noch verringern. Also, das ist eine sehr gute Idee, dass man einfach sagt, hier die schönen SMD-Komponenten mal ein bisschen austauschen oder mal ein bisschen rumspielen mit oder mal gucken, wo sind die entsprechenden Parameter, das ist eine sehr gute Idee. Oder digitalen Widerstand oder irgendwas einbaut oder was auch immer. Dann, ne? Dass man dann halt von der Software besagen kann, das ist jetzt so eine Reichweite und dann weitergibt an das Modul, ja, schraubt die Ausgangsleistung auf das und das. Und das runter, genau. Ich muss jetzt nochmal. Kaum Leben. Du könntest das mal eine Suppe warm machen, ich hab Hunger langsam. Die Sache ist genau nochmal wegen Antennenverstümmelung. Du musst ganz klar eins nochmal sehen. Wir hatten, wie gesagt, extremste Zeitnot, das Ding zu entwickeln.
irgendwann drei Wochen vor C, oder nee, vor vier Wochen ungefähr vor Cebit war klar, wir müssen diese Bestellung jetzt rausgeben für die Boards. Das war irgendwann am Samstag, wo ich noch an der Uni saß und wir das Ganze letztendlich dann machen mussten. Wir haben jetzt auf die Schnelle einen ganz bösen Hack gemacht. Wir haben jetzt einfach einen Widerstand genommen, 50 Ohm und das Ding gegen Ground geschlossen. Also dann die Möglichkeit ist, mit so Drehboden oder sonst irgendwas, ist halt auch bisschen eleganter. Ist halt aber auch der Vorteil, dass man für verschiedene Anwendungsgebiete halt einsetzen kann. Mhm. Wenn man eine kleine Reichweite braucht, kann man es einfach runterschrauben. Mhm, das ist eine gute Idee. Ja. Der nächste dann muss man nicht für jede Regal mit zig Basisstationen, wo dann hier 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter oder sonst irgendwas, sondern dass man halt einfach die Basisstationen entsprechend dann dadurch regeln kann und eben halt universell quasi einsetzen kann. Mhm. Wenn jetzt einer meint, er braucht da 280 Meter Reichweite, dann kriegt das halt voll auf. Mhm. Und wenn ein anderer sagt, nee, ich brauche das aber so und so, Beispiel Auto, wenn es halt bloß im Inneren funktionieren muss, das ist ein Radius von halb minimal, Meter, klar. So, dann dreht man es halt so weit runter, dass wirklich außerhalb dann. Das ist eine gute Idee, sprich absolut nichts dagegen. Ja. Ja. Jetzt haben wir zwei Fragen, erst hier vorne und dann hinten. Genau. Du brauchst auch mal die Gelegenheit geben, was zu sagen. Was habt ihr jetzt eigentlich patentiert an dem Ding? Also, was ist davon patentwürdig? Ja, im Endeffekt das Verfahren im Hintergrund, die Übertragung quasi aus dem einen. Also, wie gesagt, du hast ein Empfangsgerät, du hast irgendwo eine Basisstation und das Ende sind soziale Netzwerke. Das ist eigentlich schon im Großen und Ganzen der ganze Zauber im Hintergrund und das halt nochmal auf einer technologischen Basis erklärt. Also vielleicht wichtig, wir haben nicht unser Board patentiert, keine Software patentiert. Also das hat das Verfahren, was dahinter ist. Ja, doch. Doch also Verfahrenspatente gibt es. Also Verfahrenspatente oder Technikpatente. Softwarepatente ist schwierig in Deutschland. Da muss man dann erklären, okay, Signal geht von Pin 1 nach Pin sowieso. Und so patentiert man auch in Deutschland noch eine Software. Ist natürlich aber um einiges schwieriger. Wir haben uns das Ganze angeguckt und haben gesagt, ja, die Technik ist nicht wirklich ein Zauber, was da drin steckt. Da hat jeder schon mal mit rumgebastelt. Und die 4 Meter Geschmacksmuster durchkommen. Ja, genau. Im Endeffekt, für uns war wichtig, dieses Verfahren im Hintergrund zu beschreiben. Und schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Da hinten war noch eine Frage. Wenn man die Reichweite selber einstellen kann, kann es dann auch gleich zum Missbrauch kommen. Also, nicht selber einstellen. Also die kriegen die, also da läuft von uns einer rum, der bringt die ganzen Dinge an die Messestände. Quasi kann ich mir vorstellen, als wäre da auch wieder irgendein anderer Code drauf, wird gescannt, damit automatisch gleich mit unseren Servern verbunden, wo wir dann wissen, welche Reichweite wir dann dort haben und gut ist. Die haben dann gar keine, das ist wie eine Blackbox, muss ich das vorstellen, die, um Manipulationen vorzubeugen. Und jetzt ganz hinten war auch noch mal eine Frage. Ja, ich habe eine Frage jetzt nicht technisch, sondern wie habt ihr diese Gründung und die Entwicklung jetzt? Wie finanziert ihr euch? Und wie wollt ihr in Zukunft Geld verdienen? Also wir sind da direkt an die Aussteller kommen oder an die Messegesellschaft. Mhm. Gute Frage. Wie haben wir es gestartet? Also gute Frage auf jeden Fall. Das ist immer so die Fragestellung, wie geht man an sowas ran? Also es gibt immer zwei Möglichkeiten, entweder Eigenkapital oder Fremdkapital. Und wir haben uns erstmal dafür in den Bereich Eigenkapital, beziehungsweise wenn Fremdkapital, dann kein Risikokapital. Also bedeutet, wir haben jetzt keinen Capital Venture, der dahinter steckt und uns da groß mit Kohle finanziert, sondern was wir bisher gemacht haben, ist alles aus eigener Tasche. Da ist jeder Cent, ist irgendwo abgespart. Auto verkauft, Aktienpaket verkauft, alles nur irgendwie liquide gemacht, was nur liquide zu machen ist. Überall in allen Bekanntenkreis angefragt. Wir hatten insgesamt über 20 Helfer bis zur Cebit allein schon gehabt, die da mit uns drauf eingegangen sind. Wir sind zu siebt auf die Cebit gefahren. Wir haben davon keinen, also wir konnten keinem nur einen Cent bezahlen. Das Einzige, was wir bezahlen konnten, irgendwie war dann die Unterkunft, war hoch und runterkommen, Verpflegung und da das dieses Feeling außenrum. Haben aber auch ganz klar, also die Ausschreibung damals war, wer hat Bock, die stressigste Zeit seines Lebens zu erleben, mit uns jetzt eine Woche auf der Cebit. Das war die Ausschreibung und da hat sich dann eine Freundin aus Paris hat sich gemeldet, die ist extra aus Paris angereist, spricht auch 4 oder 5 Sprachen. Anderer Kollege, okay, Selbstzerstörung. Anderer Kollege, der dazugekommen ist, der hatte sein Diplom gerade erhalten und hatte eine Woche Zeit. Und diese eine Woche war zufällig die Cebit und danach musste er quasi zu seinem neuen Arbeitgeber. Der hat auch gesagt, scheiß auf Urlaub, ich blase alles ab, ich komme mit euch da hoch, das wird einfach geil.
Und wir hatten eine super Zeit gehabt, hatten dort, ich weiß nicht, ob ihr denn das Social Network, das den Film da kennt, wenn die dieses Partyhaus haben. So ähnlich sah es bei uns aus, also hatten da auch von einer Bekannten in ihr Haus zur Verfügung gestellt bekommen, waren dann dort auf x Stockwerken unterwegs. War einfach eine coole Zeit, die wir hatten, weil wir einfach von morgens bis nachts noch angefangen haben, was zu programmieren, zu machen und sonstiges. Und ja, war einfach eine runde Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur die stressigste Zeit, sondern auch die geilste Zeit des Lebens war auch noch mit drin gestanden. Ich glaube, das hat es jetzt gerade nicht gesagt. Also genau. Geschäftsmodell kommen wir gleich nochmal drauf. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Also war ja noch schlimmer, wir konnten die Leute nicht nur nicht bezahlen, wir haben auch die nur 2-3 Stunden schlafen lassen in der Nacht. Und es war trotzdem eine geile Stimmung. Also muss man halt einfach mal sehen, wir selber haben Wochen davor nicht geschlafen, die Leute haben vor Cebit dann nicht geschlafen. Und das war natürlich eine heiße Geschichte, dann auch durchprogrammiert nachts, beziehungsweise Thorsten dann nochmal auch ganze Presseartikel noch fertiggestellt, Pläne aufgestellt für den nächsten Tag, alles drum und dran. Also da hatte jeder nochmal genug zu tun. Und ja, wenn man dann irgendwie 3-4 Stunden mal schlafen hat, nochmal schon fast froh nachts. Es war trotzdem eine geile Zeit, also einfach dann morgens wieder auf der Messe zu stehen. Einfach topfit zu sein, das war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung. Obwohl man eigentlich tot sein müsste, ist man einfach nur fit und geil drauf und echt nur geil und noch abends irgendwas trinken gehen. Das war schon, ja, sehr coole Geschichte. Ich werde jetzt erst die Geschäftsmodellfrage und dann hattest du nochmal eine Frage. Machen wir es vielleicht gerade noch rein. Also zu Geschäftsmodell generell, wir haben das Produkt jetzt erstmal für Messebetreiber gelauncht. Grundsätzlich kann man sich das System ja noch für ganz andere Szenarien anschauen. Also wir können uns überlegen, das Ganze an Mallbetreiber und sonstiges weiterzugeben. Also Anwendungsfälle gibt es enorm viele. Wir können auch die Technologie in anderen Bereichen einsetzen. Jetzt gerade für Maschinenkommunikation haben wir einen Anwendungsfall, wo wir am Diskutieren sind, wo dann der ganze Bereich Datenschutz rausfällt, weil eine Maschinendaten hat jetzt nichts mit personenbezogenen Daten zu tun, sondern einfach nur dumm, Maschine ist da, Maschine ist nicht da. Und da können wir die Technologie auch mit einsetzen. Was vom Geschäftsmodell als erstes angedacht ist, jetzt für Messebetreiber ist, wir haben ein Grundsystem und dieses Grundsystem vermieten wir dem Messebetreiber. Es hat aber einen relativen, also noch einen angenehmen Grundpreis. Ich weiß nicht, wer sich mit Messen schon mal beschäftigt hat, da fließt richtig Kohle. Also das ist einiges unterwegs für so einen großen Stand. Da wird mal allein ausgerechnet, was das, was wir geschenkt bekamen, für die Cebit gekostet hat. Und da sind wir allein ohne Standbau, allein nur von Gebühren, sind wir ungefähr 60.000 Euro gelandet, was uns gesponsert wurde, für dort vor Ort zu sein. Zu dem Thema, der Messebetreiber bekommt quasi so ein Paket. Das Paket beinhaltet erstens mal eine riesige Anzahl von den Stempeln für die Besucher. Das ist klar, die braucht man. Und zum anderen Basisstationen. Und so viele Basisstationen, dass jeder Aussteller eine Basisstation bekommt. Weil das System natürlich nur dann für den Nutzer Sinn macht, wenn ich an jedem Stand was auslösen kann. Wenn ich irgendwo hinkomme und das ist mein Lieblingsstand und ich kann dort jetzt nicht Interaktionen hervorrufen oder ich kann keine Infos abrufen, dann ist es uncool, dann macht es keinen Spaß. Das heißt, das müssen wir auch von vornherein haben. Was dann optional dazu kommt, sind Zusatzdienste. Zusatzdienste können sein, ich habe jetzt eine weitere Basisstation, die ich gerne hätte. Ich möchte vielleicht eine Interaktion hervorrufen in Form von so einer Fotobox. Ich möchte vielleicht auch, dass man mit dem Stempel vielleicht irgendein Auto hoch und runter fahren kann, dass da vielleicht der Knight Rider steht, der Kid, und der Kid spricht dann die Personen an. Dann ist sicher, es gibt ja tausende Anwendungsbeispiele, die man umsetzen kann mit dem Identa. Und das halten wir alles offen und das sind Zusatzdienste. Und das geht dann, das ist dann im Endeffekt das, worüber wir uns im Großen und Ganzen finanzieren. Aber auch der Messebetreiber bekommt davon ein Stückchen ab. Das heißt, wir spannen ihn quasi für uns für die Akquise ein. Er bewirbt das Produkt bei seinen Kunden, weil er hat die ganzen Kundendaten, an die wir, wenn wir jetzt an einzelne Aussteller rantreten wollen. Und wenn wir für die Cebit alle Aussteller zusammenbekommen wollen, das würde man gar nicht schaffen von dem redaktionellen Aufwand. Das heißt, wir müssen da irgendwo jemanden dazwischen spannen. Und da ist dann sinnvoll, das über den Messebetreiber zu machen, weil der hat den direkten Kontakt, der sagt, hier ist ein toller Mehrwert und hat am Schluss ist er Minimum auf Null raus durch diese Sonderleistungen oder verdient selbst noch Geld mit. Das heißt, da gehen wir schon in die nächste Stufe. Für den Nutzer selbst soll es kostenlos bleiben. Das ist auch wichtig, um die Akzeptanz da hochzuhalten, weil der Nutzer bezahlt ja auf eine andere Form. Der Nutzer bezahlt alle Dienste, die es online irgendwo gibt, zahlt man mit der neuen Form, und zwar mit seinen Daten in irgendeiner Form. Und da muss das natürlich auch sich die Waagschale halten. Was gebe ich jetzt für mir Preis? Was möchte ich von mir hergeben?
Und was bekomme ich als Gegenleistung dafür? Ist ja auch bei Facebook, also jeder, der bei Facebook drin ist, bezahlt ganz toll viel mit seinen Daten. Der Social Graph, der im Hintergrund läuft, die Plugins, die laufen, die sich alle möglichen Daten rausziehen, die Apps, die sich Daten rausziehen. Da lassen sich ja die abenteuerlichsten Dinge mit gestalten. Und ich denke, das weiß jeder, der hier im Raum ist. Ich habe noch eine Frage. Genau. Eine Frage, da kann ich jetzt zumindest auf der Seite der Messe so zu sein, dass man durchaus ein Backup realisieren kann, falls mal irgendwer aus Versehen so ein Ding zerstören würde. Wie schaut es aus mit eurer Ding, was für ein Ding? Also eine Tankstation oder sowas, das kann man ja relativ leicht dann noch ersetzen, wenn man vor Ort ist und ein bisschen bräuchte. Wie schaut es aus mit eurer Serverinfrastruktur? Habt ihr da auch schon irgendwelche Ansätze, dass ihr sagt, okay, wenn uns ein Server überlastet ist, weil jetzt irgendwie die Leute anfangen, weiß nicht, sich in Gruppen zu gruppieren und zu sagen, okay, wir drücken jetzt alle auf einmal diesen Button und das mehrmals und wir freuen uns, das ziemlich oft zu machen, dass ihr irgendwie schon Lösungen habt, dass es irgendwie dynamisch geregelt werden kann, dass es halt nicht einfach kaputt geht, wenn es für Leute gleichzeitig etwas liken oder toll finden oder einfach mal auf Fahrtlinien drücken. Also Thema Skalierung, ganz, ganz wichtig, und zwar auf zwei Ebenen, sehe ich das jetzt sogar. Und zwar erstens mal die Ebene beim drahtlosen Sensornetzwerk noch, also wie kommen die Signale überhaupt in mein Gateway rein, und dann tatsächlich auch der Server im Hintergrund. Ganz, ganz klar sind zwei Fragen, die man angehen muss. Spannender fast finde ich eigentlich noch die Frage, wie man es im drahtlosen Sensornetzwerk löst. Und jetzt tatsächlich eine Gruppe habe, wenn wir jetzt alle gleichzeitig wupp stempeln würden, ich kann die Daten nicht gleichzeitig wegschieben. Wie kann man das intelligent lösen? Und da muss ich dann dementsprechend natürlich nochmal genau ein Szenario, den Fall anschauen, dann dementsprechend die Algorithmen dahinter verwenden, das ist klar. Beim Server ist es das Gleiche, ich muss ein skalierbares System dahinter haben, klar. Wobei ich das jetzt aber nicht also wahnsinnig kritisch sehe, da gibt es halt Verfahren, wo ich das anwenden kann. Gehen eure Server auf der Messe oder gehen eure Server irgendwo im Rechenzentrum? Oder beides? Prinzipiell beides denkbar, sagen wir mal so. Aktuell in der Phase, wo wir es jetzt aktuell haben, das ist momentan unser Server, das heißt, es läuft tatsächlich alles zusammen. Das kriegen wir hin mit Events von, weiß ich nicht, 50 Ausstellern, 200, 300 Besuchern zum Beispiel, da klappt das noch relativ gut. Irgendwann später macht es natürlich keinen Sinn mehr, dann werden wir uns da irgendwo Server hinstellen oder anmieten und die aber dementsprechend auch unter unsere Kontrolle halten, entsprechend wieder Datenschutz da ziehen. Wollen wir wirklich die Server durch ins Rechenzentrum stellen, wenn die Leitungskapazitäten auf so einer Messe sowieso schon am rumjammern sind? Also ich meine, das wäre dann ziemlicher, ich meine, Nonsens, wenn sowieso das Netz überlastet ist, ihr da irgendwie so ein Bottleneck habt und sowieso massiv Daten ins Internet übertragt, sollt ihr eventuell mal gucken, ob ihr vielleicht ein Konzept findet, wo so wenig Daten wie möglich zwischen Servern ausgetauscht werden, die einer auf der Messe gehen, im Internet irgendwie erreichbar sind, oder Zeugs machen. Und noch eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, ihr sagtet, ihr macht irgendwelche komischen Facebook-Hacks. Das heißt, oder zumindest für mich, dass ihr nicht die normale API benutzt. Doch, nutzen wir. Okay, gut. Weil also Facebook-Hacks im Sinne von, wir nutzen die normale API. Ah, okay, gut. Weil sonst hätte ich nämlich gesagt, passt mal auf, sonst seid ihr nämlich ziemlich schnell irgendwie geblockt. Weil was auch funktionieren möchte. Nee, ganz, ganz klar. Wie gesagt, mit den Servern, also ist auch nicht nur ein Server irgendwo, das wird natürlich verteilt über mehrere Server, das ist klar. Vielleicht ganz schnell noch, auf der CeBIT waren wir jetzt im DF, Deutschen Forschungsnetzwerk, Forschungsknoten direkt witzigerweise im Stand angeschlossen, da hat man ein paar hundert Megabit. Das heißt, klar, die Daten hauen wir da irgendwo raus. Was man noch sagen muss, wir haben Puffersysteme in allen wichtigen Knotenpunkten sozusagen, das heißt zum Beispiel auf unserer Basisstation. Wenn die Basisstation das nicht weggeleitet kriegt zum Gateway, dann puffert die das an sich die Daten einfach zwischen. Wenn das Gateway das nicht zu unserem Server weggepuffert kriegt, puffere ich es auf meinem lokalen Speicher. Das heißt, also Daten gehen da eigentlich nicht verloren, was passieren kann, dass mein Like halt nicht innerhalb von 5 Sekunden erscheint, sondern vielleicht von 5 Minuten im Worst Case, weil es halt irgendwo hängt dazwischen drin. Aber verloren ist das deswegen nicht. Zum Teil haben wir es implementiert, ja. Hier vorne mal noch Lösungsansatz und dann deine Frage. Ja, zu dem, was er gesagt hat oder so, wäre ja ein Ding, dass das nicht unbedingt in Echtzeit in Facebook auftauchen muss, sondern dass man halt die Daten erstmal auf der Messe in einem Rechner aufsammelt und dann in der Nacht, wenn eben wenig Traffic im Internet ist oder so, und das zum Server jagt und das Ganze halt mit VPN oder so, damit ist dann auch die Sicherheit gegeben. Ist technisch machbar. Vollkommen richtig. Was man dann allerdings nicht machen könnte, ist das Belohnungssystem im Hintergrund. Wo ich ja aktiv sage, ich like jetzt zum Beispiel meinen Porsche Cayenne, um den nochmal zu bemühen. Und wenn jetzt innerhalb der nächsten halben Stunde 10 Likes von meinen Freunden zusammenkommt, dann kriege ich irgendwie eine Probefahrt oder irgendwie eine exklusive Probefahrt. So wäre das dann ja wieder okay. Aber ich will ja meine Belohnung gleich abholen. Also das ist halt auf den nächsten verschieben oder so. Technisch ja.
große Messen sind, wo es eben Internet viel ist oder so, wäre deshalb, dass man halt ein, quasi einen Client-Surfer, wie jetzt im Moment halt bei euch das Notebook, dass man einen Client-Surfer auf der Messe hat, da das Ganze ausliest und dann in der Nacht, wenn eben wenig Traffic ist, dass man das dann zum Hauptsurfer quasi hochgeht. Ist prinzipiell eine Idee, wie gesagt, mit dem Belohnungssystem kollidiert es ein bisschen. Und ich sehe auch momentan noch nicht, dass da so exorbitant viel Daten zusammenkommt, dass es komplett zusammenkrachen würde. Also, weil wir sagen halt im Prinzip, was wir hier absenden zu unseren Servern, sind irgendwie ein paar Byte, paar Kilobyte Daten vielleicht mit irgendeiner kleinen Seriennummer plus Seriennummer von Basisstationen. Spielkind. Und hinten raus, unser Server muss halt eine gute Anbindung haben. Ja, das war aber gerade halt auf die C-Bit jetzt hingehen, weil gerade auf so IT-Messen oder so, denke ich mal, ist halt... Ja, also ich sage mal, man kann natürlich Folgendes machen. Man kann ja so eine Zwischenlösung finden, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich habe so einen Server lokal stehen auf der C-Bit, der puffert jetzt Daten rein, Entschuldigung, wenn der jetzt 100 Daten zusammenhackt, schickt er wieder eine Anfrage in unseren Server raus. Damit spare ich natürlich enorm viel Overhead. Also solche Optimierungsgeschichten kann man sich gut vorstellen. Ja, die Möglichkeit gibt es ja bestimmt auch technisch. Mit Programmierung kenne ich mich jetzt überhaupt nicht aus, aber dass der dann mal guckt, wann ist gerade wenig Traffic auf dem Netz und dann... So was zum Beispiel. Dann vielleicht sogar so Mikrolücken ausnutzt. Naja, klar. Das ist doch so. Bitte? Ich habe es jetzt akustisch gerade nicht. Was ich mir jetzt die ganze Zeit frage, also das Produkt habe ich jetzt auf einer Messe vom 2001 gefunden, hat Renonas mit RFID gemacht, das gleiche. Warum habt ihr nicht auch RFID oder halt bestehende Technologien genommen? Warum habt ihr da eigene Kontrolle? Also ich meine, der Stempel ist ein cooles Gadget, da ist ein cooler Hackbett dabei. Und ich freue mich auch richtig auf diesen Vortrag, wie ihr mit Polyurethan das Ding gebaut habt. Aber also ich sehe noch nicht den Grund, warum man da eigene Fuchsprotokolle schmeißen will, warum man da irgendwie das alles selbst machen will, wenn es halt irgendwie relativ standardisierte Techniken gibt, die sehr billig sind, wie RFID, was auch immer für ein System, und das halt schon macht, wie das halt andere auch schon vorher gemacht haben mit Facebook. Wie gesagt, also die Firma kann ich jetzt noch nicht. Ich kenne eine andere Firma, das ist die ReLife Connect von Österreich. Die machen das auch schon seit einigen Jahren. Ich hatte es vorher ganz kurz angesprochen gehabt. Und zwar, wenn ich jetzt irgendwo diese RFID-Box habe, die Systeme, wo wir kennen, sind meistens gar noch schlimm per Wireless, per Wired, also per LAN-Kabel irgendwo verbunden. Das heißt, sie sind irgendwo räumlich gebunden. Das ist schon mal nicht schön. Existierende Lösungen. Nächste Geschichte ist, ich brauche halt diese Box. Ich muss immer wieder diese Box finden. Und was wir halt sagen, das wollen wir eigentlich nicht. Ich bin jetzt auf meinem Stand, ich bin auf meinem Exponat. Also kürzere Distanzen machen. Ja, was man machen kann über RFID, man kann da über größere Bereiche gehen, braucht dann aber spezielle Antennen dafür. Also wir kennen einige Systeme, da habe ich dann 2-3 Meter Reichweite zum Beispiel, aber eine riesige Antenne, die ich zum Beispiel über mein Auto aufhängen muss. Das ist ein Giga-Installationsaufwand. Und da reden wir jetzt tatsächlich irgendwann von Kosten. Weil ich kann jetzt sagen, so eine Basisstation, die lege ich rein, das war's. Meine Antenne muss ich irgendwo aufstellen, muss ich wieder ausrichten, muss 1000 Faktoren berücksichtigen, das ist halt nicht so easy. Also RFID-Nahfunk, wie gesagt, schwierig. Vielleicht nochmal zum RFID-Nahfunk. Auch ein Problem, wenn ich jetzt eine Personengruppe habe, die jetzt zum Beispiel gerade vorsteht, dann sehe ich diese Box wieder nicht. Also ich habe jetzt irgendwie 10 Leute, die stehen um die Box rum, weil sie sich gerade irgendwas unterhalten. Ich bin jetzt der 11. Besucher, guck, wo ist die Box, wo ist die Box, wo ist die Box, ich sehe sie nicht, keine Lust, mache ich weiter. Oder das andere Beispiel nochmal zu nennen, ich bin jetzt eine Gruppe, wir alle hier zum Beispiel wollen das Produkt liken, dann kann ich jetzt, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Dann, und wenn ich jetzt eine große Gruppe zum Beispiel habe, die wollen jetzt alle gleichzeitig liken, dann müssten wir jetzt uns halt alle schön in der Schlange aufstellen und jeder tut einmal sein RFID-Kärtchen da jetzt drauf tun. Auch wieder nicht so wirklich lustig. Es gibt durchaus auch Systeme, die an Distanz funktionieren und die du halt genauso auslöst. Ich meine, was du halt bei RFID für Vorteile hast, ist, dass du schon, solange du nicht MiFi Classic nimmst, halt eine einigermaßen funktionierende Krypto hast, wo du halt diese ganze proprietäre, ich denke mir, wenn die Krypto aus, die nicht funktioniert, brauchst du dann halt nicht. Das hat halt schon Vorteile. Und du hast standardisierte Produkte, die viel billiger sind, als wenn du irgendwie dir Funkmodule bei Konrad kaufst. Ich habe natürlich, klar, diese vielen Vorteile, wo ich mitnehme, absolut richtig, habe aber halt auch nichts wirklich Neues damit geschaffen. Was wir halt zum Beispiel sagen, wir können auch aktiv die Nutzer einpingen. Das kann ich halt mit RFID nicht. RFID bin ich immer angewiesen, dass ich irgendwo mein Funksignal drumherum habe. Wir können jetzt einfach ein kleines Datenpaket in unseren Stempel schicken und können damit den Benutzer zum Beispiel auf irgendeine besondere Aktion für ihn hinweisen. Solche Dinge sind möglich. Das heißt, ganz großer Unterschied im Gegensatz zu RFID, NFC und den QR-Codes. Da muss immer der Nutzer anfangen, was zu tun. Wir können das erste Mal den Weg umdrehen und sagen, quasi das Exponat spricht mich an.
Ja, aber das ist halt, das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, wenn ich über die Messe laufe und das Ding die ganze Zeit mir irgendwie eine runterrollt in der Hose, weil es die ganze Zeit durchvibriert. Euer Ziel ist doch, ihr wollt das jedem Aussteller einstellen, das Gerät. Und jeder Aussteller hat das Top-Produkt. Das können wir aber natürlich wieder, das können wir aber natürlich auch wieder dementsprechend regeln im Hintergrund. Das ist nicht letztendlich eine Einstellungssache, ganz klar. Aber da muss man natürlich wieder aufpassen. Es sind viele Parameter, vollkommen richtig. Da muss man aber genau aufpassen, dass solche Dinge dann nicht passieren. Oder dass wir zum Beispiel sagen, das ist ein Premium-Dienst, einfach solche Kunden anzusprechen, das wird schon mal nicht jeder mehr machen. Und dementsprechend setzt man den Preis so weit hoch, bis dann die Nivellierung passt. Aber auch beim, für den Punkt zum Beispiel, wenn ich jetzt von so einem Knight Rider angesprochen werde. Also manche finden das richtig, richtig geil und andere, die sagen, oh mein Gott, Hilfe, das möchte ich gar nicht haben. Das hat man eine Bank hat das gemacht auf dem Kongress, auch mit RFID-Tickets. Die haben all ihren Kunden so einen RFID-Chip gegeben mit in Form von ihrem Namensschild von ihrer Karte und dann sind die in die Bank reingelaufen und in dem Feld war um die Tür rum war dann quasi die Antenne und sobald die da reingelaufen sind, hat die Tür die dann automatisch angesprochen, willkommen Herr sowieso. Und die haben alle gedacht, sie kriegen einen Vogel, weil sie waren nicht informiert, dass sie angesprochen werden können. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go, weil dann fühle ich, dann stehe ich da nackt. Einfach, woher weiß der jetzt, woher weiß die Tür, wie ich heiße, das will ich nicht. Sondern diesen Dienst muss ich dann auch als User dementsprechend freischalten. Andererseits, wenn da jetzt mein Kumpel, der sich das freigeschaltet hat, auf der IAA vom Kit da angesprochen wird, kann das schon richtig cool sein und kann das schon richtig viele Interaktionen hervorrufen. Und dann schalte ich mir das dann halt auch nochmal mit frei. Und das dann halt, das wieder in der User-Hand, wo man sich dann überlegen kann, möchte ich oder möchte ich nicht. Also wie gesagt, zu der RFID-Geschichte, also können wir uns auch gerne nochmal unterhalten oder auseinandersetzen, vielleicht weißt du noch mehr, als wir noch wissen. Von der Technologie her uns ist halt bekannt, immer diese großen Antennensysteme, die man aufstellen muss, beziehungsweise halt zielgerichtete Systeme. Ihr müsst euch mal das von Renault angucken, das sieht echt ganz gut aus, was die machen. Renault, das ist Real Life Connect. Renault, das war ein Auto. Ich weiß nicht, aber 2001. Mit den Kärtchen, das ist 11. Real Life, genau, Real Life. 11, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden. Dann ist es, okay, dann kennen wir es. Ja. Ich habe 2001 verstanden, drüben gerade. Okay. Zu RFID vielleicht noch eine Geschichte. Es gibt auch Menschen, die da so ein bisschen empfindlich drauf reagieren, wenn überall Funkwellen in der Gegend sind. Und das ist eine ganz, ganz klare Geschichte, die für unsere Technologie spricht. Wir machen. Bitte? Das sind doch auch Funkwellen. Ja, nur Folgendes. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier ein Like auslösen, dann drücke ich jetzt hier einmal drauf. Ich habe jetzt hier ein paar Millisekunden ein Signal rausgeschickt, dann ist das Ding wieder ruhig. Wenn ich. Bitte? Aber alle und die ganze Zeit zurück. Das ist jetzt eine Rechenaufgabe, das zu machen, aber selbst wenn ich es acknowledge noch hin und her habe, habe ich vielleicht statt 20 Millisekunden 40 Millisekunden gesendet, okay. Wenn ich jetzt ein RFID-System habe, dann ballert er ständig raus, um mit mir Kommunikation aufbauen zu können, potenziell mal. Und wenn ich jetzt nicht nur eine RFID-Basisstation habe, sondern 10 auf meinem Stand habe, dann ballern die alle mit aller Gewalt ständig raus. Und ich glaube, dann will ich vielleicht nicht mehr unbedingt über die Messe gehen. Ich wollte gerade sagen, also glaubst du nicht, dass dem Erdstrahlen Angst mähen, der sich vor seinem WLAN fürchtet, dass er irgendwie das Argument sieht. Gut, aber ich denke, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich sage, ich habe eine Messehalle, wo vielleicht 20 WLAN-Access-Points stehen, oder ich habe eine Messehalle, wo 1000 RFID-Lesegeräte stehen. Also ich denke, das ist schon nochmal zwei Größenordnungen höher. Ja, und vor allem wurde ja vorhin gesagt, dass die Leistung, die Sendeleistung, ist extrem gering. Wir senden hier im Milliwatt-Bereich. Ja, wegen Energieaufkommen. Per Definition hören diese Leute nicht auf rationale Argumente. Ja, die kriegen dann von uns so einen geilen, quietschgelben Strahlenschutzanzug gestellt, dann sind sie auch glücklich. Ja, aber stellt mal, solche Leute gehen dann bestimmt auch nicht auf die CB oder so, weil da ja auf dem Monitor stehen die Strahlen. Ja. Wobei es auch wieder eine Energiefrage ist. Also Thema Hannover-Messe. Wie heißt es? Green Intelligence oder wie sie es nennen jetzt neuerdings? Green IT, also da reden wir schon auch von Energieverbrauch irgendwo. Wir haben hier irgendwo Akkus drin, die man wieder aufladen kann. Das Ding hält mir ein paar Messen durch ohne Probleme. Ich lade es einmal, dann ist gut. Wenn ich ein RFID-Lesegerät habe, dann reden wir nicht vom Stromverbrauch, der vielleicht bei 100 Milliwatt liegt, sondern beim Stromverbrauch, der mal bei 5 Watt liegt. Das heißt, wir sind da 50-fach drüber oder vielleicht 100-fach drüber. Und das dementsprechend skaliert nochmal auf die 1000 Basisstationen, kommt da schon ein schöner Energieverbrauch auch nochmal zusammen. Ich möchte doch auf eure Produktargumente und nicht auf, also das ist halt Esoterik. Ein Messestand von 5 Access Point Premium Gewicht ist kein Messestand. Na gut, aber du kannst es hochskalieren auf die ganzen Stände, auf die ganzen Messen, da kommt schon was zusammen. Nein. Ja, aber ich denke mal, wie viel schwer da Probleme haben sollte, wie den Strahlen oder so, nicht auf so einem Messer legen. Weil da ist Elektrosmog eh pur. Klar. Vielleicht können wir noch einen Aufruf starten an der Stelle. Wer Bock hat auf die geilste Zeit seines Lebens,
aber auch auf die anstrengendste. Also jetzt mal ganz im Ernst, wir sind aktuell noch auf der Suche nach ein paar Helfern für die Hannover-Messe. Also wer nicht nur Bock hat, uns zu besuchen, sondern auch Lust hat, uns da ein bisschen unter die Arme zu greifen, auch technisch gesehen vielleicht nochmal das ein oder andere, auch damit anzugehen, laden wir auch gerne nochmal ein, uns da zu besuchen. Bier oder mitzumachen. Bier und Pizza stehen bereit, auf jeden Fall. Geiles Haus, wo wir sind. Gute Übernachtungsgelegenheit, also schon eine ziemlich coole Geschichte. Also CeBIT hat sich auf jeden Fall gelohnt. Messepartys, Ausstellermiezen oder die ganze Reihe. Ja gut, okay. Das sind die Ausstellerpartys sind natürlich das Schönste. Also ihr bekommt dann auch ein Ausstellerticket. Das ist notwendig, um auf diese Partys zu kommen. Und im Prinzip, wenn die Messe zumacht um 6, dann geht eigentlich so das richtige Messeleben erst los. War so lustig, als zum Beispiel auf dem Rheinland-Pfalz stand, hatten wir Wein zur freien Verfügung, Verköstigung sowieso, auch kein Problem. Wie gesagt, abends kann man sich eigentlich die Messestandpartys raussuchen, weil sie eigentlich ja an jedem größeren Stand irgendwo stattfindet. Tobit Software hat mit einer der größten Messepartys gemacht auf der CeBIT. Die hatten tanzende Roboter, war eine ziemlich geile Geschichte, was sie dort präsentiert hatten. Und das ist natürlich richtig, das kriege ich nur mit als Aussteller. Ansonsten würde man sagen, erstmal schon mal vielen Dank, dass wir hier so lange erzählen durften. Sind natürlich immer noch weiter über Austausch erfreut, kommen auch gerne wieder. Und ja, keine Ahnung, hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Vielleicht so irgendwie so ein Daumen hoch, Daumen runter. Dürfen wir wieder? Ja. Technisch fand ich es cool, ich fand die Stempel cool. Es macht Spaß, damit zu stempeln, das kann ich sehen. Aber dieser Social Media Fug, ich glaube, der kommt zumindest in dem Kreis, ohne dass ich für die jetzt dann sprechen will. Weil, ja, das ist halt dieses Marketing Social Media Fug. Aber technisch finde ich es cool. Das war uns bewusst, als wir hierher gekommen sind. Wir haben gesagt, wir gehen trotzdem in dieses Gespräch. Ich denke, was von unserer Seite auch immer angezeigt war, dass der User seine Kontrolle behalten soll. Und das ist für uns ganz wichtig, auch gerade im Fokus auf Social Media. Keiner von uns, der kann sich da irgendwo von verstecken, was da zukünftig kommt, auch von Unternehmensseite. Da wird es Zeug geben, wo ich sage, das ist krass nervig, was überhaupt kein Mehrwert ist. Aber da soll der Mehrwert bei uns überwiegen. Wir wollen da keinen Zuspam oder sonst wie.